Tag! Zweiter Tag hier von dem Handygame. Ich bin wieder am Spielen, ich hab Bock. Wir sehen den Daily Reward, den nehmen wir mit. Und dann können wir das auch schließen. Und dann geht's weiter. Ich kann mich noch erinnern, gestern gesagt zu haben. Ah, guck mal, das können wir auch wieder nehmen, das kriegen wir ja immer wieder for free. Dass ich hier mal meine Kisten in Ordnung bringe. Das machen wir jetzt auch. Dann farm ich das bisschen Holz in dem Gebiet hier und dann gucken wir mal, ob, wenn wir das Gebiet hier verlassen, ob wieder irgendwo ein Event ist oder so, was wir machen können. Also ein Händler nach uns ruft oder ähnlichem. Daily Quests, haben wir da neue? Ach, guck mal, geil. Tomaten sollen wir planten. Dafür müssen wir irgendwo hin und Tomaten erstmal, also Tomatensamen finden. Da haben wir nämlich aktuell keine. Okay, also. Ich schau mir mal an, was das gerade für Daily Quests sind. Und zwar Iron Wasteland sollen wir heute. Kein Problem, gehen wir auf jeden Fall hin. Ach, das haben wir noch von gestern übrig, ne? Genau. Und ansonsten schaue ich, ob Barrels auf meinem Grundstück noch herumliegen oder ob die alle schon zerstört wurden von mir. Weil ich habe irgendwas falsch gedrückt. Genau, weil da machen wir die drei Barrels, weil ich weiß ja nicht, was für eine... Ah, genau. Genau, weil wir ja weil wir online sind, kriegen wir ja Sachen. Einfach nur durch die bloße Spielzeit können wir uns gleich mitnehmen. Genau, ich versuche halt die Quest, sobald ich kann, sie zu machen. Weil die nächste Quest... Ach, guck mal, die nächste Quest könnte nämlich etwas sein. 1, 2, 3, 4. Okay, genau, was wir machen können. Rough Bandages. Finden oder produzieren? Ich würde die jetzt einfach craften. Das wird immer so ein bisschen wahrscheinlich unser Spielerlebnis beeinflussen, wenn ich die hier machen möchte, diese Quests. Oh, die Chaos. Where to look? Iron Wastelands. Ja, sehr cool. Da gehen wir auf jeden Fall hin und da finden wir hoffentlich auch Tomaten. Okay, dann kann ich mich jetzt um meine Kisten kümmern. Wobei, reicht das hier schon? Für die Quest? Oder kriegen wir hier irgendwas? Ne, wir müssen es plant and grow. Ich weiß nicht, ob wir es dann auch noch einsammeln müssen oder ob das Planten reicht. Das werden wir sehen. Okay, ich nehme mal noch die Rohstoffe, die hier fertig sind. Alles klar. Genau, Level 14 brauchen wir, um uns zu upgraden. Sind wir aber leider noch nicht. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, ich fange einfach in einer Kiste an und diese Kiste ist ab diesem Zeitpunkt dann für etwas Bestimmtes zuständig. Zum Beispiel wäre diese Kiste jetzt einfach die Kiste, in der ich meine Nahrung lagern möchte. Das heißt, alles an Rohstoffen tun wir mal hier raus. Jetzt ist natürlich das Inventar schon wieder voll. Das ist auch noch Nahrung, so insofern. Dann möchte ich gerne die leeren Flaschen hier rein tun, die vollen Flaschen hier raus tun. Dann möchte ich gucken, ob hier zum Beispiel Essen irgendwo drin ist, genau. Oh, falsche Kiste. Ach man, das wird ein Durcheinander. Naja, hoffentlich halt danach nicht mehr. So, Tomaten tun wir zu der Tomatensuppe. Das Trinken kann man hier stacken. Okay, jetzt ist ja unser Inventar voll. Also muss ich eine andere Kiste nehmen, die hoffentlich, die im Optimalfall noch nicht ganz so voll ist. Ja, im Optimalfall noch nicht ganz so voll ist. Nehmen wir die hier. Dann tun wir die jetzt all diese Sachen hier, diese Rohstoffe. Was so, Scrap Metal, Holz kann hier auch erstmal rein. Dann muss hier alles andere raus. Alles andere kommt dann hier so Nähzeug. Ich denke, dass ich da nochmal wieder umsortiere, aber genau, diese Apfelkuchen, das gehört ja zum Essen dazu. Die können wir sofort hier lagern. Dann möchte ich hier das Essen erstmal rausnehmen. Und hier lagere ich einfach, ich nenne es jetzt mal Alien Stuff, okay? Das heißt, also, oder Artefakt Stuff. Ich weiß nicht, ob es Aliens sind, aber genau. Dann nehmen wir hier Crafting-Sachen schon wieder raus. Dann tun wir die daher. Und zwar haben wir... Ach, das ist die falsche Kiste. Oh, ich komme ja selber durcheinander. Puh.
Okay, dann nehmen wir hier das. Was sieht hier noch? Das ist noch Crafting. Ich merke jetzt schon, ich brauche einfach noch mehr Kisten. Ich baue mal was. Und zwar gehen wir uns unser Hausbaumenü. Das ist ja hier so ein kleines Basis. Ich habe halt keinen Stein, um Haus zu bauen. Okay. Habe ich gerade Platz im Inventar. Dann bauen wir mal schnell Stein ab. Wir haben ja ein bisschen was hier am Grundstück, das wir abbauen können. Dann können wir hier, glaube ich, in den Automodus gehen. Und dann wird hier Stein gemeißelt, würde ich sagen. 7 Concrete. Alles klar. So. Kann ich denn während der farmt? Okay, schade. Das wäre zu cool gewesen. Na, dann fahren wir jetzt erstmal. So, Challenges. 15 Minuten wieder. Und am Ende kriegen wir eine kleine Kiste. Oh, Inventory ist voll. Ach Mist, da habe ich nicht drauf geachtet. Da sind mir jetzt vielleicht ein paar Steine entgangen, deswegen. Naja, so ist das. Ich möchte die Lagerfeuer, glaube ich, erstmal hier wegtun. Und dann können wir dafür sorgen, dass unser Haus größer wird. Weil das hier ist mir auch noch im Weg. Kommt hier weg. Oh, warte, ich kann Wände in mein Inventar tun, theoretisch. Okay. Dann möchte ich hier kurz etwas zwischenlagern. Und dann eine Wand in mein Inventar nehmen. Alles klar. Ah, cool. Da muss man die Sachen gar nicht abreißen, wenn man sich mal verbaut hat. Das ist gut. Das ist cool. So, dann machen wir hier eine Eingangstür hin. Machen wir das Ding jetzt auch mal zu, ne? Alles klar. Ja, können wir hier eigentlich auch zumachen. Passt doch. My home is my castle. Alles klar. So, dieser Turm oder was das hier mal wird, stört mich noch. Möchte ich auch hier vorne haben. Und eine Armbrust wird das mal, ne? Ja. Alles klar. Gut. Sehr gut. Irgendwie sind die Wände ganz schön hoch. Kann man die irgendwie ausblenden? Ich finde, der Blickwinkel auf den Charakter ist nicht so günstig. Um die Kisten und so halt zu sehen. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wollte eigentlich noch eine Box craften, ne? Dann machen wir das doch. Wurfstein, alles klar. Das kommt in unsere Essenskiste. Ach ja, ich hätte gerne noch eine Small Box. Weil es so schön ist, noch eine zweite. So. Können wir so machen. Ach, dann drehe ich die auch. Dann sind die so in der Mitte. Weil dann machen wir hier so einen Mittelgang von Boxen. So, es wird ja richtig heimisch hier. Und diese Werkbänke, ah, die kann man nur so drehen, okay. Kann ich das Ding nochmal einmal drehen? So finde ich es irgendwie besser. Ja, soll so passen. Okay, jetzt haben wir hier zwei leere Boxen, ne? Ich glaube, mit denen können wir am besten arbeiten. Dann kommt in die leere Box jetzt alles an Waffen und Rüstung, was ich aktuell habe. Die Farmwerkzeuge tue ich erstmal mit da rein. Die kommen da später aber wieder raus. Alles klar. Mal ein bisschen Ordnung hier. Ein bisschen aufräumen. So, das sollte meine Alien-Box werden. Dann soll sie das bitte auch werden. Hier ist noch so Zeug. Was bist du eigentlich? Artifact Identifying Disc. Interessant. Aha. Ja, hier ist Rüstung. Dann tun wir doch erstmal Sachen hier rein. Waffe und Rüstung. Du bist noch keine spezielle Kiste. Warum geht die Musik so ab?
Das ist meine Essenskiste, da habt ihr nichts zu suchen. Hier unten kommt Trinken hin. Hier tue ich Suppen und Tomaten hin. Dosenfutter, Kuchen. Sieht schon mal besser aus, finde ich. So, oh, hier habe ich auch noch alles drin, okay. Wir nehmen die Waffen mit und dann tun wir erstmal alles in die bestimmten Kisten rein. Ah, die Musik geht ab, weil da Leute kommen. Alles klar. Nee, dann, wir wollen aber einen sicheren... Ich will es hier aber sicher haben, deswegen müssen wir dich leider hier wegtun. Ja, tut mir leid, du bist halt so nicht willkommen, wenn du so... Also mit den Klamotten kommst du halt auch nicht in den Club, da tut mir echt leid. Ist schade, ich weiß, aber was soll man machen? So, ein bisschen mehr Alien-Stuff, ne? Gut, das sieht schon mal nach Essen aus, das ist schon mal gut. Hier haben wir noch Rüstung und eine Waffe und Essen. Wunderbar. Alien-Stuff. Alles Mögliche ist hier noch drin, okay. Nein, dann brauchen wir erstmal Crafting-Tools, also so Sachen zum Craften. Tun wir hier rein wieder. Ich denke, dass ich nochmal ein extra Kisten mache, nachher mit Fäden und so. Mhm. Keine Ahnung, wozu das alles ist. Ich weiß nur, dass ich das hier lagere. Mhm. Was haben wir hier noch? Ja, noch solchen, noch so Zeug. Vielleicht kann ich da unten auch jetzt mal was aufbauen. Mal gucken. Wieder aufbauen. Da unten sind ja schon so Sachen angefangen. Das wäre interessant. Aber ich glaube, von diesen Kabeln brauche ich irgendwie für alles viel. Und da habe ich jetzt ja so gut wie keine. Okay, ich werde jetzt anfangen, hier nochmal mehr zu strukturieren. Also ich tue jetzt alles das, was nach Nägeln, nach... Also alles das, was man eher findet. Also Holz und Dings werden wir sowieso später, glaube ich, viel mehr haben. Wenn wir da einmal irgendwie vernünftig irgendwo in einem Gebiet unterwegs waren, dann werden wir ja sehr viel Holz haben und auch sehr viel Steine haben. Und auch Scrap Metal müssen wir ja sammeln. Deswegen, genau. Dann tue ich sowas wie Stoffe und Bandagen. Alles, glaube ich, hier hin. Heißt, Bandagen tue ich in die letzte Reihe. Alles, was... Ja, Leder kann hier auch mit rein. Genau. Das heißt, hier hatten wir noch den Stoff. Hier haben wir noch das. Hier haben wir noch das. Wunderbar. Wir haben auch Durst, da werden wir gleich was trinken, keine Sorge. Genau, die Kiste ist auch noch voller Kram. Hier sind auch noch Nägel drin, sehe ich gerade. Aber ich denke, in der Kiste hebe ich alles auf, was man so findet. Das heißt, genau. Vielleicht braucht man es mal für einen Händler oder so. Kann man das hier lesen? Play. Ah, perfekt. Store and PDA. Genau, das sieht mir nämlich hier alles nach Throwing Rock. Keine Ahnung, ob ich das wirklich brauche, ey. Keine Ahnung, ob ich das haben will. Das hier ist ja so ein Sprengsatz, ne? Den lassen wir aber auch hier drin. Den lassen wir hier drin. Okidoki. Nehmen wir Holz und Eisen und Stein. Hier haben wir dann Stoffe. Perfekt. Und hier hatten wir... Nee, hier hatten wir das nicht. Also ich werde hier sicher noch ab und zu mal durcheinander kommen. Das macht nichts. It's time for a snack. Alles klar, ich kümmere mich gleich drum. Wie schlecht geht's uns denn wirklich? Ah, das geht noch. Das können wir noch warten. Also, dann kann ich hier noch eben schnell fertig machen. So, Snack. Ja, jetzt sind wir sowieso hier. Alles klar. Dann müsste es uns wieder gut gehen. Hier haben wir das. Hä? Oh, in der, in der Kiste war ich noch nicht. Weil da ist noch mehr so Zeug, was wir brauchen. Mann, ich will das doch gar nicht. Ah, so. Stoffe. Aha, da sind die ganzen Stoffe. Ich habe mir schon gedacht, eigentlich hatte ich doch irgendwo einen Stack. So, da ist er. Was haben wir jetzt hier drin? Das Zeug, alles klar. Hier, und da können wir jetzt direkt... das hier alles mitnehmen. Und das wollte ich noch hier einlagern. Optimal. Ich meine, jetzt haben wir alles eingelagert, oder? Wird schon sein. Wird schon passen. Jetzt haben wir hier wieder was bekommen.
Jetzt gehen wir mal runter. Und was gucken wir? Upgrade Bench oder Artifact Identifier? Na, wir haben diese Chips nicht, ne? Okay, wir haben hier ganz viele Sachen nicht. RAM und Chip fehlen. Und sonst hätte ich da jetzt gesagt, lass uns mal versuchen, das zusammenzubauen. Ich überlege gerade, ob wir hierfür schon alles haben können oder könnten. Warte mal, zwei. Ich glaube, hiervon haben wir nur eins. 2, 2, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 3, 4. Wie viel haben wir? Deutsche Kiste. Kabel habe ich genug. Gear, ich habe alles genug. Jetzt habe ich vergessen, was das alles an Rohstoffe waren. Ich glaube, ich brauche auch noch mehr Holz dafür. Hier. Muss man auch mehr Planks herstellen. Das heißt, die müssen wir herstellen. Und dann passt das. Okay. Ja, mach mal das mal fertig. Mal gucken, was wir da upgraden können. Oder? Ich meine, warum nicht? Wir finden doch bestimmt noch mehr Sachen mit der Zeit. Jetzt habe ich vergessen, was das alles an besonderen Sachen waren, die man da benötigt. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal alles mit. Was wichtig aussieht. Steine waren da bestimmt auch und Scrap Metal war da sicher auch. Alles klar. So, Upgrade Bench. Was haben wir hier? 20 davon. 2 hiervon. 2 davon. 3 da. 2 hier. 4 da. 10 da. Und es fehlt echt nur noch das Holz. Und da habe ich genau genug gerade in Produktion. Optimal. Dann haben wir da mal so ein Ding fertig. Hier brauchen wir auch noch Sachen. Aber hier... Ach, guck mal. Wir müssen nur noch Holz und Scrap Metal sammeln. Dann haben wir hier auch den Crossbow Turret. Cool! Also, mag jetzt vielleicht noch nicht wichtig sein, aber vielleicht doch. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es cool, weil man hat Fortschritt. Ich will immer hier das Ding... Ich habe vertauscht die Kisten andauernd. Ich will da immer das Zeug reinmachen. Gut. Dann können wir jetzt ja noch ein bisschen Holz sammeln, denn wir benötigen ja etwas Holz. Jetzt habe ich den Brunnen, habe ich hier. Noch mal im Automodus, oder? Ah, guck mal, Pilze gibt es hier noch. Kann wir denn, was können wir denn so kochen? Achso, das sehen wir nur im Lagerfeuer wahrscheinlich, ne? Okay. Ja, das Coole ist, der macht das jetzt alleine. Solange wir genug Inventarplatz haben, ist es auch entspannt. Wir können uns dabei nochmal die Daily Quest anschauen. Here, in reach engage attitude with Lev Kovich. You want to engage the merchant Lev Kovich and get him interested in your deals. He sells rare items to Striders. Okay. Also wir wollen, wir wollen so Freunde werden. Wir müssen Artefakte im Warenhaus oder irgendwo anders finden, um mit ihm handeln zu können. Wenn du sie doch nicht findest, komm einfach später wieder zurück. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn wir hier das Gebiet hier verlassen, wird das Warenhaus wieder als Event gespawnt. Dann gehen wir da rein, dann fighten wir die Zombies. Vielleicht schaffen wir es. Ich weiß nicht, ob wir stark genug sind. Ich werde dann wieder meine Rüstung mitnehmen, die ich habe. Und dann... ja. Wir machen noch die Daily Quest. Also ich guck mal, wenn wir das Gebiet gleich verlassen, wird das Spiel, glaube ich, uns entscheiden lassen, was wir tun. Also, wenn das Warenhaus dann gespawnt ist, dann equippe ich mich. Wenn es noch nicht gespawnt ist, machen wir erst die Daily Quest. Ich meine, wir haben ja eine Stunde Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr den Wind pfeifen hört, hier in meiner Wohnung. Die Fenster so auf Kipp. Genau, es ist wichtig, dass wir Tomatensamen finden, zu den Wastelands gehen und da die Chaos töten. Das ist eigentlich recht linear, was wir da vorhaben heute. Rosehip? Ah, Rosehip, hier. Ne? Cool. Man kann sie benutzen, um Tee zu machen. Raiders Eggs. Können wir die... Ja, die können wir craften. Mit Level 14 schon. Aha. Level 14 ist so... Das will man. Bei Level 14 geht's rund. So, haben wir irgendwie Samen bekommen gerade? 7 Stück. Können wir anpflanzen. Perfekt. Gut, dann tun wir mal das Essen. Also, jetzt haben wir ja hier, ne? Essen in die Essenskiste. Und. So, dies hier... Das hier kann ich kochen eigentlich. Und die Tomaten, wenn wir sie schon haben. Sowas. Hier. Was können wir hier eigentlich alles machen? Oh, Upgrade.
Upgrade. Oh. Wir müssen nur Scrap Metal farmen gehen, dann können wir das hier schon upgraden. Sehr nice. Dann können wir Meat with Mushrooms machen. Ach, das ist nice. Man kann die Sachen upgraden, weil genau das wird zu Westland Survival bald dazukommen, dass man eben die Werkbänke upgraden kann. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ah, das ist cool, dass die das hier auch haben. Enemies at the shelter. Ja, gehen wir direkt auf dich zu. Probleme sind zum Beseitigen da in dem Fall, ne? Safe Shelter, ja, das hoffe ich doch. Mein Spiel läuft gerade nicht so flüssig, es tut mir leid. Weiß nicht, womit das zusammenhängt. Wahrscheinlich mit meinem Handy, aber ne? Ihr versteht, wie ich das meine. So. Ich denke, dass ich aber hier direkt mehr Holz produzieren will. Nein, ich habe mich verklickt. Ach, ist das dumm. Ich wollte nicht Speed abdrücken. Jetzt habe ich mein Gold verschwendet. Ah. Das war doof. Naja, passiert. Weil es ist halt alles auf der anderen Seite, wie ich es gewohnt bin. Das ist komisch. Und sonst ist da der Split-Button halt auf der Seite. So bin ich es zumindest gewohnt. Okidoki. Okidoki. So, möchte ich noch eine Waffe craften, bevor es losgeht? Ich denke, das wäre nicht schlecht. Wir brauchen das hier. Und dann das hier. Okay. Dann. Ein bisschen Heilung haben wir auch dabei. Geht's los. Dann geht es los. Ach ja. Heute ist relativ frisch. Es war jetzt ja mega heiß immer. Und heute ist der erste kalte Tag. Also der erste Part rendert übrigens gerade. Engineers Post. Aber wir haben hier kein... Ist nicht gespawnt, ne? Hier wieder der Dings. Ne, ist nicht gespawnt. Schade. Okay, wir sollen... Nicht hier hin. Wir sollen in die Iron Wastelands. Und da gehen wir dann auch hin. Hauen die Leute da kaputt. Und machen unsere Quests. Genau. Let's go. Aber nur fürs Betreten eines Gebietes kriegen wir 2 von diesen Questpunkten. Das ist schon nice. The basement is the safest area in your house. Okay. Ich verstehe. Aha. Activate Premium. Nee, brauchen wir jetzt ja nicht. Oh, Piper. I don't know my own strength. I even broke my weapon. Lustig. Oh, das können wir dann noch... Jawohl, das wollen wir ja. Das wollen wir doch kaputt machen. Wir brauchen noch Scrap Metal für irgendwas noch. Ja, sehr nice. Bist du so ein Dulli, die Winnie? Nee, du bist ein Cherit. Wir müssen noch diese Dullis da töten. Jared. Jared. Oh, oh, oh. Rohstoffe gibt's ja auch genug. Leeres Fass. Da hauen wir drauf. Oh ja, so ein Wolf wollen wir von hinten sneaken, natürlich. Haben wir den auch down und kriegen Fleisch. Vermutlich, jawohl. Alles mitnehmen, bitte. Scrap Metal. Rettet die Welt. Unsere Energie ist schon wieder radikal am sinken, ne? Habe ich mir was zu essen mitgenommen? Natürlich nicht. Warum auch? Wozu brauche ich denn was zu essen? Jared. Woo! Jared. Woo! Jared. Jared. Und tot. Hier ist wieder so eine Mini-Basis. Ich finde das mega cool, dass das Spiel... Also auf welche Art und Weise hier alles generiert wird. Ich muss erst den töten. Oh, du hast 700 Leben. Du hast aber mehr als deine Bros, ey. Du machst, glaube ich, auch mehr Schaden, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, tot ist tot, ne? So, jetzt können wir das hier untersuchen. Das hat ja vorhin länger gedauert. Frage ist, kostet das auch mehr Energie? 3 Energie.
Aber wir haben dafür dieses Teil gefunden und wir brauchen Rahmen für das, für den Artefakt-Dings da unten. Ja, übel nice. Oh, hier ist noch eine Tasche. Dann nehmen, ah, guck mal, so eine, oh, da läuft aber einer auf mich zu. Zwei Tomaten. Aber wir haben die Dudes hier noch nicht getroffen, die wir suchen. Fällt mir gerade auf. Wegen denen wir auch hier sind, die für die Quest, oder? Nee. Die Kerle war noch nicht ein einziger hier. Aber ist egal. Die müssen wir eben aufbrechen. Gar kein Problem. Nette Sachen gefunden. Oh, genau die brauchen wir. Die brauchen wir. Jawohl. Du bist ein Chariot und dich müssen wir von hinten angreifen. Mal kurz vorher nochmal regenerieren, weil wir da ja Cooldown haben. Weil das macht das Spiel hier wahrscheinlich später richtig schwer. Mit dem Cooldown. Oh, da war ein Handy. Und hier liegt einfach ein toter Körper. Was hast du dabei? Oh, gar nichts. Ah, da hinten bewegt sich jemand. Leute, die sich bewegen, könnten so quasi Menschen sein. Also, wenn ihr versteht, was ich meine, so. Nee, Stunden und Cherry. Ich dachte, das wäre halt einer von denen, die wir für die Quest benötigen. So ist es leider nicht. Collect the Reward. Ach, das ist die ganze Zeit, will mir das Spiel die ganze Zeit sagen. Das habe ich nicht gerafft. Oh. Ach Mann, ich habe doch angreifen wollen und nicht looten wollen. Ich brauche einen Drink. Ui. Echt? 25. Ja, das schauen wir noch. So. Alles klar. Da war nichts drin. Aber hier ist noch ein Fass. Unsere Energie ist auch fast leer. Also wir müssen dann auch wieder zurück und was essen. Schwierige Kiste. Schwierige Kiste hier. Was ist so ein Reifen? Können wir den kaputt schlagen oder so? Okay, da haben wir noch nicht die Waffe für. Oh. Oh. Haben wir nicht einen Träger auch unten in dieser Markt-Dings gesehen? War das nicht? Die sind schnell auf jeden Fall. Ja, ich weiß, dass du Durst hast. Sofort, mein Freund. Wir sind bald wieder zurück. Wir müssen hier noch ein bisschen Metal mitnehmen. Ein bisschen Stein nehme ich aber lieber auch mit und auch ein bisschen Holz, dass wir von allem etwas haben. Nicht, dass uns am Ende irgendwas fehlt. Das Holz brauchen wir wirklich. Holz brauchen wir wirklich. Wir können schon bald nicht mehr zurückrennen, ist das Problem. Unser Inventar voll ist. Weil unsere Energie leer ist, so rum. Also wir müssen unbedingt mit Essen und mit Trinken das nächste Mal hier hin. Toll, Piper muss ich nicht bekämpfen. Also nicht für meine Quest halt. So, ich heile mich jetzt gerade mal nicht. Denn wir werden hier nicht sterben, das glaube ich nicht. So viel Schaden machen die ja zum Glück nicht. Ach, doch. Ah, okay, perfekt. Ah, okay, ja, das ist doch cool. Hatte ich nicht gedacht. Mein Inventar ist voll. Ach, guck mal, einer, schau. Ja, dann machen wir noch ein Fass kaputt. Level up. Und das Ding ist sowieso fast kaputt. Dann looten wir doch den Typen hier noch. Ach komm. So ein Wolfi, ich kann ja das, was er droppt, kann ich ja looten. Und ich glaube, dass Kämpfen keine Energie kostet. Alles klar. Wann regenerieren wir die nächste Energie? Entweder wir haben jetzt Glück und in 10 Sekunden wieder 15 Energie. Das genau brauchen wir ja. Oder wir haben Pech und müssen ganz kurz warten. Können schon mal losgehen zumindest. Mal schauen. Ah, Warehouse. Guck mal. Dann haben wir doch genau einen Run hier geschafft. Gut, man läuft auch nur 5 Minuten, das ist ja human. Das ist in Ordnung. Ja, was haben wir denn so gefunden? Wir haben Tomatensamen, die wir ja be benötigen. Diese zwei Planks. Da können wir die Quest hoffentlich sofort abschließen, gleich, wenn wir wieder in der Base sind. Das wäre cool.
Ja, läuft. Läuft doch gut. Hier. Zwei Quality Planks. Aber wir können aber auch. Also irgendwie, dieser rechte Slot hier wird jetzt halt total blockiert. Bisschen ärgerlich. Aber ich weiß noch nicht, was dieses Premium ist. So, jetzt können wir run. Perfekt. Eine Energie noch übrig. Okay. Gehen wir hier mal rein. Optimal. Genau, in dem Warehouse möchte ich auf jeden Fall, da möchte ich hin, möchte mit dem Dude wieder handeln, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir halt beim nächsten schon diese neuen Status haben oder ob wir da quasi noch öfter hin müssen und öfter mit ihm handeln müssen. Oh. Oh, jetzt haben wir die ganzen Flaschen verloren, weil die nicht in mein Inventar gelegt wurden. Und dass wir Äpfel gefunden haben, aber ist mir auch nicht aufgefallen. Okay. Also, wir haben hier einmal sowas. Das war's schon. Na, hier waren Rüstungen und so. Da sind Stoffe. War hier sammelbares? Alien-Zeug. Dann ist hier sammelbares. Kommt das dahin? Kommt das Handy hier hin? Dann kommt der Schmuck hier hin. Scrap Metal brauchen wir doch hier, oder? War das nicht so? Jawohl. Doch, Holz. Holz haben wir zu wenig mitgenommen. Das ist natürlich ein wenig ärgerlich. So. Produce a weapon, Stone Knife, alles klar. Undertakers. Quiet Grove oder Forest Outskirt. Okay. Ah, genau, wir müssen die Tomaten eben anpflanzen. Gerne doch. Hier ist noch Holz drin. Perfekt, weil wir das Fleisch hier gerne machen. Ach, hier in das Feld. Nicht an das Feld und nicht an das Holz. Perfekt. Produce a weapon. Bow. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Bow machen können. Wo haben wir den denn? Ah, der ist ganz neu. Oh, wir müssen. Aha. Gut, wir müssen ja in das grüne Gebiet. Da müssen wir ins grüne Gebiet für. Da müssen wir uns nämlich Geweihe mitnehmen. Die konnten wir letztes Mal aufgrund von Inventarfülle nicht mitnehmen, als wir in dem Gebiet waren. Aber. Das muss wohl nächstes Mal geschehen. Wichtig ist, dass ich immer so einen dabei habe. Man weiß ja nie, wann man die benötigt. Hier waren Leder und Stoffe. Genau. Ein Speer fertig. Sleeping Bag kann man jetzt auch craften, aber brauche ich jetzt gerade ja nicht unbedingt. So, wie viele Planks haben wir denn? Ich glaube, dass wir 16 benötigen. Aber vermutlich haben wir noch nicht 16. Ah, 15. Wie lange dauert es denn noch? 2 Minuten? 2 Minuten. Können wir noch 2 Minuten warten? Eigentlich schon. Eigentlich können wir noch 2 Minuten warten. Ja, komm. Kostet ja nichts. Und dann gehen wir los und versuchen da das Gebiet zu clearen. Wir können ja schon mal gucken. Für starke Gegner sollte man die Pistole dabei haben. 218. Na, wie viel Schaden machst du überhaupt? 300. 218. Du bist sonst meine stärkste Waffe. Du bist gut. Du bist gut. Das trage ich hier, denke ich, zuerst. Und jetzt die Frage, will ich den Speer mitnehmen oder lieber so ein Knife? Ich lasse den Speer mal noch hier. Und kämpf mal damit. So. Hey, warte mal, ist das nicht die gleiche Hose? 45 und 75, okay. Nee, dann nehmen wir die. Können wir noch ein Oberteil craften?
Perfekt, Hobos T-Shirt haben wir schon an. Hobos Top haben wir. Schuhe vielleicht noch. Können wir noch Schuhe craften? Gerne doch. Dann haben wir ein bisschen was an Rüstung dabei. So für die einfachen Gegner, sag ich mal. Und wenn dann die stärkeren Gegner kommen, dann wechseln wir auf die bessere Rüstung. Und dann geben wir den auf die Mütze. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Alles klar. Gut. Achso, wir wollten ja noch. Ich wollte aber extra die 2 Minuten totgeschlagen. Hierfür. Oh, das ist ja perfekt. Wir haben uns equipped. Und es ist fast auf die Sekunde fertig. Wunderbar. Dann können wir das Ding nämlich da unten fertigstellen. Und das will ich auch tun. Ich muss beim nächsten Mal dann Holz sammeln. Dann können wir auch hier oben den Crossbow fertigstellen. So. Ach, nur 15. Ah. Hätte man das gewusst. Oh. Aha, immer mit diesen Upgrade-Kits. Da haben wir eins, glaube ich. Eins haben wir, glaube ich. Dauert jeweils 1 Minute. Und okay, wir können einfach Sachen, die wir haben, hier rein tun. Und sie sind danach leuchten dann grün. Manche Sachen leuchten hier auch schon grün. Warte mal. Jetzt würde mich interessieren, ob wir upgradete Sachen, ob die wieder ihre volle Haltbarkeit haben. Weil das ist ja eine gute Hose. Die wäre ja schön, wenn man die noch ein bisschen länger hätte. Machen wir das Upgrade-Kit. Ja. Ich glaube, die finden wir auch in dem Warehouse. Oder können wir in dem Warehouse finden. Ich glaube, da haben wir die her. Das würde mich interessieren. Wie, ich kann das? Was? Ach, ist ja nur Level 1. Ah, ich habe die nur auf Level 1. Upgrade Bench. Upgrades Bench. Oh, ich muss hier oben gucken. Oh, ich kann ja gar nichts machen. Also das Einzige, was ich machen kann, ist hier so ein paar Sachen verbessern. So ein Hammer vielleicht. Oder so ein Board with Nails. Oder so ein Hunting Spear. Oder so ein Bow. Und höchstens eine Schippe. Ja, das ist natürlich schade. Und hier steht noch nicht die Option, das zu upgraden. Und ich vermute, selbst wenn ich es... Also, ne? Es wird viele Rohstoffe kosten, die ich nicht habe. Ach, ist das schade. Naja. Hier ist ein Fragezeichen. Come in, Shelter. Sherb Riveter. Irgendjemand. Ah, braucht ihr ein paar Teile oder Waffen? Ich bin in der Nähe. Ich schicke euch die Preisliste. Schaut euch sie an. Ich werde hier für eine Weile da sein. Kommt die Sachen und kommt vorbei. Okay, was will die denn haben? Aha, Bloody Tears und Bugs. Ich habe diese Bugs nicht. Aber diese Bloody Tears. Die kann aber auch unser guter Freund da im Warehouse benötigen. Und deswegen gehen wir jetzt mal zum Warehouse. Let us... Ich möchte erstmal das eine Brett loswerden, weil man hat ja so wenig Inventarplatz, dass jedes einzelne Plätzchen, das man frei hat, sehr willkommen. Let's go. Wir rennen zum Warehouse hin. Natürlich, wie immer. Wie immer, zum zweiten Mal schon. Und... Ja, ne? Sterben da hoffentlich nicht. Sind wieder viel zu viele Events unterwegs, ey. Ist so krass. Shelter auf Player. Ja, da müssen wir auch mal gucken, ob da die Gegner... Also, Engineers Post. Da müssen wir auch mal hin. Weil das ist für 3 Stunden da. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay. Moin, was willst du denn haben? 7 Bugs oder 4 Bloody Tears? Okay, Bugs weiß ich, habe ich irgendwie 2 oder so in der Base. Aber wird nicht reichen. Ich hätte mir auch wieder mal Essen mitnehmen können, ne? Ach, manchmal, ne? Manchmal frage ich mich, warum spiele ich überhaupt?
Okay, aber das lief jetzt ja ganz fix. Die Waffe greift recht schnell an. Das ist okay. Ich glaube, hier findet man immer eine Axt, ne? Nee, findet man nicht immer. Gut, dass wir eine dabei haben. Noch einmal heilen können wir bestimmt. Und dann warten wir kurz, dann, bevor wir wieder angreifen. Okay. Weiß nicht, hatten die schon immer 900 Leben oder sind die stärker geworden? Oh, der setzt mir auf jeden Fall so gut. Die, also zu zweit vor allen Dingen, ne? Die setzen so hart zu. Das ist nicht lustig. Gar nicht lustig. Okay, da ist so ein krasses Vieh. Da ist so ein krasses Vieh. Okay, der hat mich da getroffen, obwohl ich gedacht, ich habe noch gedodged. Naja, wir haben ein Bloody Tier von dem bekommen. Das ist schon mal nice. Hier ist hoffentlich wieder Schlüssel. Wie gewohnt. Hallo? Kann ich die durchsuchen? Okay, ich lasse die jetzt erstmal so, wie sie sind. Weil ich will ja den Schlüssel primär mir holen. Und mein Inventar sollte nicht schon direkt voll sein. That's what I'm talking about. Die haben mich jetzt ein bisschen überrascht, hier muss ich zugeben. Boah, da kann ich auch nicht so viel reden, wenn da plötzlich Leute bei mir stehen. Ich habe mir doch gerade noch das Inventar von der einen Leiche angeschaut. Oh, Hilfe. Okay, neu konzentrieren. Wie viel Heilung haben wir nicht mehr? Oh, warte mal, aber der eine hat doch hier Stoff fallen lassen. Da muss man einfach neue Bandagen craften. Man nimmt, was man kriegen kann, ne? Wenn ich es von der Umwelt krieg, dann muss ich es auch verwenden. So, die sind ja recht easy, denke ich. Nur mal zwischendurch heilen, aber. Das ist gut. So, bevor wir da jetzt öffnen. Na, wir öffnen einfach. So, ich will da nur nicht in so engen Raum eingesperrt sein. Das wäre nicht so nice. Okay, das lief erstaunlich gut. Ich weiß halt, dass die krassen Dudes auf jeden Fall auch noch kommen können. Also dieser ganz krasse. Und unser Messer ist auch fast kaputt. Welche Waffe nehmen wir denn danach? Das hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob der das als was der als nächstes nimmt. Ich lege das jetzt mal in erste Position und hoffe, dass er die Waffe auswählt. Wenn nicht, können wir ja auch noch manuell wechseln. Können wir ja mal hier uns offen halten, das Menü. Okay, er nimmt einfach die stärkste Waffe, die man gerade im Inventar hat. Aber die heben wir uns ja noch auf. So, ich habe halt kaum noch Heilung. Wir müssen noch mal gucken, ob irgendeiner von den Buddies noch Stoffe hatte. Okay, mein Video ist, glaube ich, fertig gerendert. Mein PC hat gerade düdüm gemacht. So, da ist Wodka. Hier sind aber Bandagen drin gewesen, direkt. Das macht es natürlich noch leichter. Pistole equippen, würde ich sagen. Und auf das Beste hoffen. Das ist halt. Das Gute ist, also ich hoffe es. Okay, wir haben aber kaum Leben, ne? Ich muss mich jetzt hier kurz regenerieren. Das Gute ist aber. Okay, wir haben sogar außerhalb des Gebietes den Cooldown. Das ist ein bisschen. Das muss ja nicht sein. Naja, dann warten wir halt kurz. Okay, meine Hose wurde zerstört. Das erklärt auch unter anderem, warum wir gerade viel mehr Schaden bekommen als vorher. Das ist natürlich ärgerlich. Ich muss auch die Waffe nehmen. Und dann entern wir nochmal
Na, die sind halt so stark. Ich weiß gar nicht, wie man die machen soll. Also, ich habe die Hoffnung, dass der eine Typ mit den 2000 Leben jetzt weiter. Ich hätte gar nicht angreifen sollen. Ich hätte einfach nur wegrennen sollen. Ich habe jetzt nämlich schon meine Pistole ein bisschen verschwendet. Ja, genau, ich habe gehofft, das war meine Hoffnung, dass diese Tagger und der Claw von mir einzeln gepult werden können. Und ich jetzt quasi nur noch einen Gegner habe. Und auch wenn es nur eine Bandage ist, die mache ich mir. Wünscht mir Glück. Okay, den schaffen wir, oder? Yes! Level up! Woo! Und er hat Bloody Tears und noch so andere Artefakte. Er hat richtig viel Sachen. Wow, wir können mit dem Typen erstmal handeln. Nee, können wir wahrscheinlich nicht, weil unser Inventar voll ist. Macht nichts. Oh, okay, was haben wir hier bekommen? Zero Spark. Needed to repair workbenches. Aha. Interessant. Ich überlege gerade, ob wir es uns ganz easy machen wollen. Ich mache es mir jetzt ganz easy. Ah, so ein Armor-Kit ist dabei gewesen. Na, cool. Box of Wine. Oh, da sind Whisky. Whisky ist, glaube ich, deshalb ganz gut, weil es ja Radioaktivität runter macht. Und deswegen müssen wir den hier, glaube ich, immer schön mitnehmen. Weil wir jetzt, glaube ich, hier schon Radioaktivität auf 8 haben wir. Okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon gefährlich ist in dem Game. Aber... Oh, und wir haben auch diese Chips hier gefunden. Sehr cool. Genau, ich nehme mir gerade einfach ein bisschen Arbeit ab, indem ich hier einen Großteil der Sachen aus der Ecke schon mal mitnehme. Und hier in der Leiche, die hier vorne dran platziere. Und alles klar, die kann man werfen. Da müssen wir aber aufpassen, dass uns das nicht aus Versehen passiert. Jetzt handle ich schnell. Jetzt habe ich nämlich gerade einen Inventarplatz frei. Bitte? Oh, wir haben instant die neuen Sachen bekommen. Okay, also ich könnte mir so einen Hackebeil holen. Wäre ja gar nicht so schlecht. Die Waffe wäre, glaube ich, ganz okay. Und hier brauchen wir noch mehr Bloody Tears, die wir natürlich gerade nicht haben. Aber wir sind engaged. Und das war unser Quest und unser Questziel. Oh, mein Akku wird mir angezeigt, ist bald leer. Und das stimmt tatsächlich. Wir hätten auch noch Bandagen hier in dem Inventar gehabt. Da muss ich nächstes Mal auch dran denken. Okay, also ja, Business, wenn man das hier schon sieht, ne? 1500. Also die erste Stufe ist ja richtig easy mit 100. Aber 1500, jetzt geht's los. Jetzt geht es los, Jungs, Mädels. Na dann. Gehen wir nochmal zurück. Wie lange spiele ich jetzt schon ungefähr? Okay, wir sind bald bei einer Stunde. Eine Stunde wäre dann auch für mich heute, denke ich, da Schluss. Haben wir Level 14 endlich erreicht? Oder was? Oder Level 12? Cool, wir können also unsere Boxen upgraden, haben dann endlich mehr, haben wieder noch mehr Lagerplatz. Das ist cool. Healers Table. Ich glaube, wir können jetzt wieder so viele neue Sachen machen und müssen erstmal Rohstoffe ranbringen als nächstes. Hier die Raiders Eggs. Dann können wir auch wieder unsere Bäume fällen, die bei uns da rumliegen. Das ist doch gut. This is good. Alles klar, was es nicht anders gibt, ey. Artifact Identifier. Aha, sowas haben wir doch. Nee. Nee, wir haben was anderes, oder? Ich weiß nicht. Was haben wir denn im Keller? Wir müssen auf jeden Fall von den Hirschen die Sachen immer mitnehmen. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig. Oh, so ein Cleaver wäre halt wirklich gut. Weil ein Cleaver ist eigentlich ein Level 38 Waffe. Ich glaube, den würde ich gerne tauschen, wenn wir da genug haben. Genau, wir haben jetzt halt gerade das Problem, dass wir hier nicht vorankommen.
Ich habe auch nichts im Inventar, wo ich jetzt sage, schmeißen wir einfach weg. Ja, höchstens hier den Speer oder die Axt. Small Trade Union Chest. So, ich glaube, die können wir einfach weg. Nee. Ich hab doch was. Weil die Energie jetzt reicht. Genau, das war das Ziel. Deswegen wollte ich etwas essen. Und hätte jetzt Essen aus unserer Vorratsbox genommen, die wir hier haben, ne? Aber wenn man keinen Platz im Inventar hat, dann kann man auch nicht noch mehr Items ins Inventar tun, oder? Da kommt man nicht auf einen Nenner irgendwie, ne? Früher morgen neblig, alles klar. Einmal müssen wir noch dahin und die Sachen holen. Also Energie müssen wir jetzt irgendwie regenerieren. Und wenn wir im Optimalfall natürlich noch mehr Sachen haben. Wo habe ich Alien Stuff hingetan? Hier, ne? Ah, ich habe genau drei dann. Schade. Schade, schade. Na, dann lagern wir das hier einfach nur zwischen. Okay, so. Okay, Spiel. Wenn du dich nicht mehr aufgehangen hast, sag Bescheid. Wunderbar. So lobe ich mir das. Okay, dann können wir weitermachen. Also entweder, es kommt mir nur so vor, das Spiel hängt gerade wirklich sehr. So, dann können wir die mich jetzt öffnen. Das ist nice. Das können wir nämlich direkt einlagern. Dann haben wir hier das Öl. Dann haben wir hier die Schrauben. Dann haben wir hier ein Armor-Upgrade-Kit. Oh, warte mal, ist das was anderes? Hobos Armor-Upgrade. Hobos Arms. Aha, für die Waffe, für die Rüstung. Ah, okay, I get it. Ich verstehe. Wo haben wir die leeren Dosen? Sind die hier? Ja, der war da. Da. Optimopti. Dann haben wir hier noch Fleisch. Nice. Dann müssen wir hier noch was trinken. Also, wir sind jetzt ja wieder ein bisschen voll. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe diese Teile natürlich jetzt noch so gar nicht gemacht, ne? Wie war das nochmal? Ah, wir müssen in das grüne Gebiet, weil Quiet Grove, weil wir die töten müssen. Alles klar. Pistole und das tun wir mal weg. Oh Mann, ey, so viele Sachen, ich komme gar nicht hinterher. So, und jetzt müssen wir ganz viel essen und trinken. Ganz viel essen und trinken müssen wir jetzt. Weil wir wieder Energie benötigen. So, das reicht doch erstmal. Hier. Ja, lass mich in Ruhe. Ich habe natürlich noch keine Waffe gecraftet jetzt auf die Schnelle wieder. Aber jetzt regenerieren wir auch wieder Leben. Ach, da passen nur 10 rein. Das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Guck mal, hier leere Flaschen hin. Ist mir auch egal jetzt, Mann. Mensch, 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 Mensch. So, dann nehmen wir uns Essen. Und das ist ja indirekt. Nö, das ist eher Essen. Ich dachte, da wäre. Nee, dann nehmen wir uns diese Tomaten hier mit. So. Was brauchen wir hier nochmal fürs Upgrade? Okay, machen wir eben schnell. Weil wir es können. Einfach nur, weil wir es können, möchte ich hier was geupgradet haben. Ich kann zwar auch andere Sachen bauen, die wir noch brauchen und so. Apropos bauen, ich muss auf jeden Fall noch eine Axt bauen.
Kann ich die schon, kann ich da alle Rohstoffe für? Ich kann nur eine einzige machen. Ach komm, ich mach trotzdem eine. Ich mach die trotzdem, warum nicht? Und dann will ich das hier nämlich gerne upgraden. Okay, als nächstes braucht es Sachen, die wir noch lange nicht haben. Aber jetzt... okay. Also lohnt sich noch nicht für jetzt. Können wir noch nicht jetzt machen. Aber wenn wir gleich Fleisch mitbringen, können wir Fleisch und Pilze da rein tun. Das ist nice. Jetzt ist mein Akku schwach. Okidoki. Moment. Okay, ich dachte schon, wo ist meine Waffe hin? Wo ist meine gerade neu gecraftete Axt hin? So, die Waffe lassen wir noch hier. Wir sind ja sparsam, ein sparsamer Mensch. Okay, dann los. Bye. Wir haben jetzt doch die bessere Axt, dann bauen wir doch mal eben ab, was wir hier sowieso schon haben. Und ich hole mir eben mein Ladekabel in der Zeit. So, war das jetzt so viel besser? Ist das jetzt anderes Holz? Oh, das ist einfach 18 Holz auf einmal. Oder was? Echt jetzt? What? Ja gut. Die Investition in die Axt hat sich, denke ich, gelohnt, ey. Würde ich jetzt mal so behaupten. Crowbar required, alles klar. Ja, nice. Dann haben wir doch mal Holz. Brauchte ich nicht noch irgendwo Holz? Da. Build. So Demonstrationszwecken. Geht das Ding direkt ab. Oh, nice, ey. I'd love a couple more like these. Ja, richtig geil. Richtig, richtig geil. Ja, ne? Da haben wir uns mal gegönnt. Mal ein bisschen mit dem Turret schießen. Okay. Weil wir sowieso von dem Holz noch mega viel benötigen werden, machen wir das sofort so viel wie können. Also... Da ich jetzt ja auch nicht nonstop zocken werde an dem Game, muss ich halt dann immer volle Produktionscues haben. Oh Mann. Ja, wir können noch mit ihr quatschen eigentlich, ne? Und dann gehen wir los. Egal, was sie für eine Quest gibt. Okay, sag mir. Hat Lekovic mit dir geredet? Es ist okay, wenn du... oder hat Lekovic dich übers Ohr gehauen? Es ist okay, wenn du es nicht sagen willst. Okay, die Zeit vergeht. Wir haben keine Zeit. Unser Warehouse. Achso, während wir unterwegs waren auf dieser Mission, haben wir viele Sachen bekommen. Und die drückt am Radio rum. Ich kann so gut Englisch übersetzen, ne? Ich verstehe es, was sie sagt, aber das auf Deutsch wiederzugeben ist gar nicht so einfach. Der Oberhauptmann vom Institut. Möchte mit dir reden. Forscher bezahlen gut. Aber ihr Chef ist jemand von einer anderen Sorte. Holodova. Jelta, hallo. Das ist der Oberdirektor von dem Institut. Dr. Vera Haldova spricht hier. Wir hatten einen Unfall in einem einfachen Lagergebiet. Wir brauchen biologische, wie sagt man das, Proben von Necrospare-Species. Die Proben könnten radioaktiv sein. Ich bin mit Riveter gut zu sprechen oder so. Lass mal das Institut und mich nicht hängen. Nicht wie letztes Mal. Wow, ist sie nicht nachtragend? Das verrückte Glühwürmchen-Geschichte ist immer noch zwischen uns. Okay, bring mir die Proben und ich werde sie zum Institut geben. Wieso soll ich... Geh deine Proben doch selber holen. Mal ganz im Ernst. Was haben wir denn hier noch? Achso, Challenge.
Get it. Am Ende des Tages können wir auf jeden Fall wieder Boxen öffnen. Ich will aber hier auf jeden Fall das noch schaffen. Ich hoffe, das dauert nicht zu lang. Okay, wir kriegen aber hier auch eine Kiste. Ach, guck mal. Get Jared Biological Samples. Ich denke, das passiert von alleine, wenn wir kämpfen. Jetzt entschuldigt die wenigen Frames. Ich vermute, es liegt daran, dass mein Handy jetzt gerade einfach wenig Akku hat. Es wird übrigens aufgezeichnet und ich bin am Zielpunkt meiner Reise in Westland Survival angekommen. Da muss ich noch Wände springen. Das ist natürlich, stimmt, da wollte ich noch eine Base looten, bevor das Update kommt. Also ich hoffe, dass jetzt mit weniger Bildschirmhelligkeit mein Handy weniger überfordert ist und das Ganze klappt jetzt besser. Okay. Quiet Grove war die eine Quest, oder? Nur, dass wir das nochmal nachschauen. Ja, all die anderen Sachen ignorieren wir jetzt erstmal. Vielleicht möchte ich die Daily Quests auch irgendwann nicht mehr. Weil ich merke, es ist nicht worth. Aber ich finde es jetzt am Anfang eigentlich ganz nett, um die Gebiete kennenzulernen, um Gegner kennenzulernen und so. Es ist abwechslungsreich, so finde ich. Ja, so ist doch gut, ne? Ist doch nett, was? Okidoki. Bisher waren wir auch ohne Unterbrechung. Also es war ja bei dem ersten Part fast schon nervig. Es tut mir leid. Ja, dich müssen wir töten. Du kommst ins Spiel gerufen. Perfekt. Ich habe keine Bandagen oder so dabei. Deswegen tue ich mal als Heilung und als auch Nahrung die direkt hier rein. Okay. Die sind einfach vom gleichen Clan. Ich vermute, es geht hier einfach um den Clan. Dass wir Leute des Clans töten müssen. Weil vorhin haben wir ja auch nicht genau die getötet, wie sie jetzt hießen. Aber guckt euch an, die hier sehen alle so weiß aus. Steht da? Also so Skelett-Design quasi. Ich glaube, dass es darum geht. Oder das kann man produzieren? Reaper? Wie bitte? Ah, okay. Im Anvil haben wir aber noch nicht. Da brauchen wir Bretter und die sind wir ja gerade am Craften. Genau, wir wollen hier jetzt noch einen Hirsch finden. Wenn wir wiederkommen, den Bogen craften können. Das wäre das Beste. Ich schau mal, was wir noch für den Bogen benötigen. Vielleicht können wir den auch jetzt nee, wir brauchen die Planks. Jetzt hätte ich gesagt, gut, wir versuchen es unterwegs zu machen. Ansonsten gehe ich noch daher und sammel Holz. Solange wir Energie haben. So, ich finde auch eigentlich uninteressant, was hier vielleicht drin ist. Mal schauen. Erstmal müssen wir uns um den Prosektor hier kümmern. Sollen wir noch was essen vielleicht? So. Take all. Mhm. Sollen wir hier mal gucken, was hier drin ist? Okay, ja. Oh. Ich habe ihn überhaupt nicht registriert. Aber müssen wir nicht Cheryls theoretisch töten, um von denen biologische Samples zu bekommen? Ich weiß nicht genau, wie diese Quest funktioniert. Ja, du bist leider kein Geweihdrop. Du bist zwar ein Tier, aber du bist das falsche Wolf. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Oh, aber er hat trotzdem Wolfszähne oder irgendwie sowas wahrscheinlich gedroppt. Oh, cool. Ich muss mal gucken, ob er die Cheryl, ob wir dafür in ein anderes Gebiet müssen oder ob das jeder Cheryl droppen kann. Wenn es jetzt irgendwann mal einer droppt, dann wissen wir müssen einfach viel in die Gebiete. Und haben das Ding dann durch. Eigentlich hatte ich auf die Hand gedrückt und dann angegriffen, aber es funktioniert leider nicht immer so gut. Okay, 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 okay. Ja, der muss natürlich noch ein Good Vibe droppen, ne? Es gehört leider noch Glück dazu. Hauptsache, der verlässt jetzt nicht das Gebiet und rennt vor mir weg und rennt aus dem Gebiet raus. Was bei anderen Survival Games leider passieren konnte. Und dann mega nervt. Ach nein. Wie viel brauchen wir denn? Zwei auch noch. Ich glaube nicht, dass wir die zwei hier noch bekommen. Also hier ist zwar ein Elk noch. Und den, wo ist der hin? Da unten. Boah, der ist ganz schön weit weggerannt. Den kriegen wir auch noch auf jeden Fall. Aber. Ne? Ach, der droppt auch nicht. Die Quest wird schwierig. Die Quest wird dauern. Aber macht nichts.
Da ist der andere, ne? Na, wir kloppen einfach das Ding komplett weg. Wir hauen auch Strommäste um. Hauptsache, wir kriegen unser Holz. Ist mir doch wurscht, wer da irgendwie noch telefonieren will. In diesen schweren Zeiten. Okay, nehmen wir alles mit. Und auch hier Box of Vegetables ist immer interessant. Und da finden wir den Spaß. Fireplace, mal gucken, was wir hier finden. Nice, Kartoffeln. Nett, nett, nett. Ein Wolf fürs Fleisch. Genauso hilfreich, perfekt. So. Ja, vielleicht können wir gleich ein Anvil, ja, was brauchen wir denn für ein Anvil? Ich habe mir das nur nicht angeguckt. 10, ja, ich glaube ein bisschen Stein nehmen wir noch mit, oder? Gibt es irgendwo ein bisschen Stein? Dann schauen wir gleich mal. Level up. Die ersten Level hier gehen echt fix, das finde ich gut. Wenn das jetzt schon so lange dauern würde, ne, dann würde es ja gar keinen Spaß machen. Was bist du für eine Box? Warte, ich muss mal erstmal aufschlagen. Okay. Machen wir das halt. Kostet uns ja nur 4 Energie. Ach, die kann man nur kaputt schlagen. Na toll. Ah, jetzt können wir hier. Können wir nicht. Jetzt kann man theoretisch so einen Reifen kaputt hauen. Rubber, was haben wir bekommen? Gummi einfach, ne? Gummi, okay. Brauchen wir Gummi? Keine Ahnung. Ich habe hier noch einen Reifen, den nehmen wir mit. So, was passt noch als Inventar? Holz nicht mehr. Eigentlich gar nichts. Ich bin mir leider schon sehr sicher, dass die Jared, dass wir die irgendwo anders noch töten müssen. Ja, Wolf ist auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mit. Ich glaube, nochmal sowas. Okidok. Oh, hier ist noch ein Reifen. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Wir können jetzt ja auch die Kisten theoretisch upgraden. Ich glaube, wir haben zwar für alles, wir wollen, also ich will anmachen, aber ich habe für nichts die Rohstoffe, glaube ich. Ich glaube, das ist gerade mein größtes Problem. Ich habe kaum Rohstoffe. Tja, die Elche waren nicht so Geweih-Drop-freudig. Es waren ja 2, es hätten 2 Geweihe werden können. Ich vermute noch so 2-3 Mal ins Gebiet, dann können wir den Bogen bauen, aber das dauert natürlich. Ja, nicht so einfach. Ja, was soll man machen, ne? Nein, nicht Enter. Ach, Spiel, du regst mir auf. Ich habe gerade auf die Base gedrückt und dann springt der da wieder zum Ausgangspunkt. Und dann ist mein Finger über Enter. Toll. Ich glaube, ich mache mir gleich einen Smoothie. Mega cool, ich habe mir vor knapp einer Woche, ein bisschen länger jetzt schon, aber habe ich mir einen Smoothie-Mixer geholt und seitdem, es ist einfach so nice. Zwischendurch mal ein Smoothie. Lecker. Schmeckt einfach gut. Bisschen Obst, bisschen Vitamine. Dann hole ich mir den guten Direktsaft dazu natürlich. Collect the Reward. Was soll ich mir denn da holen? Wollen wir heute mal diesen Premium-Status ausprobieren? Wenn mir das Spiel doch das die. Oder kriege ich den gratis jetzt oder was? Na, bestimmt nicht. Den muss ich bestimmt für Gold aktivieren. Aber wir klicken da jetzt mal auf diese 3 Sterne und gucken mal, was uns da angezeigt wird. Und dann spielen wir jetzt einfach noch eine Stunde länger, ungefähr, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber wir machen das jetzt. Ist okay. Für 2 Tage. Boah, das ist teuer. Das ist wirklich teuer. Das heißt, morgen ist Freitag. Ui, morgen, hoffentlich kann ich morgen spielen. Ich weiß nicht, ob ich aufnehmen kann. Spielen kann ich bestimmt mal zwischendurch. Aber dann auch noch zusätzlich aufnehmen könnte wirklich schwer werden. Ich hoffe, dass das klappt. Das wäre optimal. Tja. Okay,
Wir sind wieder zurück in unserem Shelter. Dann ist die Mission, sag ich mal, die wir haben, doch Inventar leer bekommen und im Optimalfall eine Schmiede bauen. Also so ein Anvil ist doch ein Amboss, ne? Amboss bauen. Alles klar. Hallo Spiel. Ich hab den Sound schon mal, aber es passiert nichts. Doch jetzt. Okay. Wir haben zwar nicht so die Sachen. Wohin läuft der schon wieder? Wir haben zwar nicht unbedingt die Sachen bekommen, die wir jetzt bekommen wollten, aber dafür andere coole Sachen. Hier so. Haben wir hier Essen bekommen. Süppchen, Kartoffel. Ach, das ist was ganz anderes. Das ist Bier. Ah, okay. Alles klar. So, das. Okay, wohin damit? Okay, das Spiel hört langsam auf zu laggen. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Das kommt jetzt einfach hier mit rein. Die Wolfszene tue ich zum den Lederdings hier. Ne? Kommt damit rein. Und Tomaten bauen wir direkt an. Beziehungsweise wir machen das jetzt Stück für Stück. Oh, das Spiel überfordert mich gerade, weil es so laggt. Und dann. Ne? So, wir haben Planks produziert und dafür die einfachste Quest überhaupt abgeschlossen. Wir sollen das herstellen. Okay, zum Glück, ich hoffe, also ich denke, vielleicht fehlen ein paar Sekunden hier ganz kurz, aber nicht wundern, weil meine Datei 4 GB groß war, die ich aufgenommen habe. Jetzt bin ich wieder back. Okay, das ist in Ordnung. Das können wir machen. Ich will nur jetzt gerade gucken, ob ich den Anvil bauen kann. Wir haben kein Scrap Metal mehr. Okay. Das heißt, wir gehen in ein Gebiet, sammeln Holz, sammeln Scrap Metal. Beziehungsweise Holz haben wir jetzt, glaube ich, sogar genug. Wenn wir das hier noch nehmen. Aber genau. Scrap Metal ist rar. Und da können wir was gegen unternehmen. Das ist kein Problem. Wait, 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 wait. No, 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 no. Das dauert ja noch. Ich habe ja kurz Zeit, die mitzunehmen. Die mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob die jetzt viel mehr Verbrenndauer haben in so einem Feuer, aber benutze sie jetzt gerade einfach. Und jetzt will ich nämlich das hier craften. 12 Minuten. Ja, das muss sich dann aber auch lohnen, ne? Uiuiui. Ich hätte gerne noch mal Tomaten angepflanzt, danke. So. Immerhin schon mal Rewards. Immerhin schon mal Rewards. Und wenn wir jetzt noch einen Hirsch töten und Scrap Metal mitnehmen und alles machen. Jawohl. Dann kriegen wir die Daily Quests auch, denke ich, ganz gut durch. Ach, Hilfe. Ja, Hand, ich will ja den Typen töten und sein Geweih finden, aber das ist gar nicht so einfach, weil ich die dumme Weise mal mich mitgenommen habe. Fehlen sie mir jetzt, also nicht mitnehmen konnte. Es war ja nicht, weil ich keinen Bock hatte oder so, sondern weil mir einfach der Platz im Inventar fehlt. Also so ein besserer Rucksack wäre schon ein Träumchen. Naja, mal schauen. Okidoki. Also Fässer sind unser Ziel. Planks kann man auch mal mitnehmen. Hirsche und Fässer. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Weil wir ja auch die Energie dafür benötigen immer. Und die Energie ist halt echt rar. Hirsche und Fässer. Okay, da ist der erste Hirsch. Habe ich den Witz hier scheiße ich schon gebracht? Ja, ne? Super, machen wir gleich nochmal. Hier scheiße ich. Oder. Warum genau habe ich den jetzt nicht angegriffen, wenn ich drauf drücke?
Optimopti, komm bitte, drop es, bitte drop es. Bitte tu mir den Gefallen und drop ein Geweih. Yes. Eins haben wir schon mal und das bedeutet, dass wir schon mal die Quest fertig haben. Empty Flooders, oh nein, das kostet voll viel Scrap Metal. Also ich werde in dem Gebiet jetzt also einfach nur noch Scrap Metal aufheben natürlich, wenn es das hier gratis gibt, dann gerne. Aber vor allen Dingen Fässer zerstören auch. Dann Wolf. Wölfe finde ich sogar ganz gut. Die können wir dann töten. Die geben Fleisch. Fleisch können wir immer gebrauchen. Die sind okay. Die anderen Typen droppen jetzt irgendwie nichts Interessantes. Okay. Knock, knock, knock. Who's there? Scrap Metal is here. Oh, wir können auch in den Keller gehen. Ich weiß nicht, ob die Energie da unten ausreicht, aber... Ach, warum nicht? Essen wir nochmal was. Wow, ich öffne so ewig lang so eine Kiste und was ist drin? Gar nichts. Okay. Okay, hier sind Sheralds, die können wir töten. Wisst ihr, was ich jetzt tatsächlich kurz mache? Aha. Wir müssen in die Yellow und Red Areas für die Quest. Hätte ich mir vielleicht einfach mal durchlesen müssen, ne? Aber dann, das ist klar. Okay, in den Red und Yellow Zones. Da finden wir anscheinend diese DNA-Proben. Weil die radioaktiv verseuchte sind. Oh, solche Bandagen, da freue ich mich tatsächlich drüber. Das ist ja auch mal, also, dass die Leute hier auch so tot rumliegen, ne? Gesund ist das ja nicht, habe ich mal gehört. Soll ja nicht gesund sein. Das hier unten kostet uns halt Energie, ne? Aber die Box of Vegetables sind halt auch wieder nützlich. Ich öffne hier jetzt alles, warum nicht? Ja, außer ich habe sowieso keinen Platz mehr im Inventar, dann lohnt sich's nicht. Also krasse Sachen werden hier jetzt auch nicht sein. Und dann gehe ich lieber nochmal auf ein paar Fässer kloppen oder so und renne dann nochmal zurück. Mal schauen, was noch kommt. Machen wir wieder ein bisschen heller, weil ich habe das Gefühl. Dass wir hier ganz gut dabei sind. Und es laggt weniger, seitdem die Aufnahme einmal abgebrochen wurde. Vielleicht war die Datei einfach so groß. Mein Handy ist mit dem Speicher nicht mehr richtig hinterhergekommen. Jetzt bin ich doch wieder Sachen looten, ne? Ja, irgendwie schon. Aber ich erhoffe mir halt irgendwie, dass hier gute Sachen sind. Scrap Metal zum Beispiel. Leute, Leute, Leute. Darf ich hier jetzt in Ruhe looten? Da ist noch ein Barrel. Und da ist auch noch ein Hirsch. Also im Optimalfall kriegen wir halt jetzt noch ein zweites Geweih direkt. Das wäre natürlich das Träumchen. Da glaube ich ganz ehrlich leider nicht dran, aber es wäre der Traum. Nein! Ich dachte kurz, der ist jetzt aus dem Gebiet rausgerannt. Und dann kann man ihn natürlich nicht mehr töten, wenn er wegrennt. Also wenn er so weit wegrennt. Okay. Ja gut, so glücklich sind wir doch nicht. Müssen wir mal realistisch bleiben, ne? Okay, 15 Energie, um hier wieder rauszukommen. Dann können wir noch die Box mit Vegetables öffnen. Und dann hauen wir ab. Auch das hat natürlich gleich 3 Energie gekostet.
nach Essen zu suchen. Toll. Machen wir den noch. Oh, die Waffe ist kaputt. Okay, aber ich will mit dem Teil hier nicht kämpfen spielen. Ich weiß, das ist lieb von den Gemeinden, dass man nicht ohne Waffe dastehen soll. Aber das Teil ist einfach zu teuer in der Anschaffung. Weiß gar nicht, warum ich die jetzt mit bloßen Händen bekämpfe. Das muss auch nicht sein. Naja, machen wir das halt. Weil ich will noch das eine Barrel da. Beziehungsweise habe ich genug Inventarplatz für noch ein Barrel? Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt so wenig Scrap-Metal, ne? Also man kriegt ja auch nur 4 für einen so ein Fass. Da kommen wir auch nicht weit mit, ne? Kommen wir nicht weit. Vielleicht liegt hier am... Okay. Ach, jetzt kann ich auch alles clearen. Also wenn ich jetzt schon eh jeden Gegner hier bekämpfen muss. Ja, wenn der nächste auch noch kommt, dann ist es auch egal. Dann ist auch egal. Dann können wir auch noch was essen, noch ein bisschen Energie regenerieren. Wir machen hier noch weiter. Noch ein bisschen Spiel legen lassen, wunderbar. Box of Vegetables. Vor allem, es heißt Box of Vegetables und was finden wir? Samen. Also wenn ich auf den Markt gehe und sage, ich hätte gerne Gemüse und dann geben die mir Gemüsesamen, dann kaufe ich bei denen nicht mehr ein. Das glaubt mir aber mal hier. Wir könnten auch noch Holz mitnehmen, theoretisch. Was ist das hier eigentlich? Alkoholwipes. Okay. Hier looten wir halt auch nochmal irgendwas. Ist okay. Ist okay, so ein paar Sachen hier nochmal mitzunehmen, ist ja auch ganz nett. Aber unser Inventar ist halt wirklich überfüllt mittlerweile. Und ja. Oh, da ist noch ein Hirsch. Da ist noch ein Hirsch. Jungs und Mädels, ich rieche unsere Chance. Du machst den meisten Schaden. Nein, ich will dich nicht im Kampf benutzen. Ich will, wenn das Teil hier, dann, wenn ich irgendwas im Kampf benutze von meinen Sachen. Damn, I've been spotted. Von dem oder was? Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich zu laut rede, also ob ich zu laut bin. Das kann zwischendurch sein, das weiß ich nicht. Ich nehme mich ja nicht extra auf. Also ich liege ja auch original einfach nur im Bett und spiele Handy und nehme mich dabei direkt auf. Komm. Da bin ich im wahrsten Sinne des Wortes raus hier, ne? Ach man, 3 Tiere, also 5 Tiere, ein Geweih haben wir jetzt. Das ist keine gute Quote, wenn man 2 davon haben möchte. So, dann seht auch mal den Ladescreen. Ich wurde von einem Anruf unterbrochen. Ich habe noch gesagt, ich wurde mal nicht unterbrochen, wurde angerufen. Schneide ich raus. Ich habe die Gelegenheit genutzt, dann mein Handy jetzt auch abkühlen zu lassen. Ich hatte auch nur noch 4% Akku, trotz Ladegerät. Also irgendwie spinnt mein Handy momentan ein bisschen rum oder mein Ladegerät, ich weiß nicht genau. Aber jetzt... Ja, mein Akku ist auch gerade nicht richtig aufgeladen. Ich verstehe nicht, woran es liegt. Muss ich mal das Kabel checken oder den Aufladeadapter. Auf jeden Fall hoffe ich, dass mein Handy nicht ausgeht und ich jetzt hier weiterspielen kann. Mein Handy habe ich jetzt abgekühlt, habe Pause gemacht, konnte ein bisschen Energie regenerieren in der Zeit, denke ich auch. Und genau, wir haben ja noch die Quest, die wollte ich ja fertig machen. Und das machen wir jetzt auch noch. Genau, das ist das Ziel. Und dann bin ich für heute auch hier fertig. Also es macht echt Spaß, aber es kostet halt viel Zeit. Also gerade habe ich die Zeit. Es geht jetzt immer mehr auf meine Prüfung zu. Das heißt, die Zeit wird Tag für Tag geringer, aber noch kann ich mir die Zeit nehmen. Oder habe die Zeit auch zu spielen. Das ist kein Problem. Alles klar. Here we are again. Erstmal kurz checken, was wir so alles dabei haben. Okidoki. Hier wird fleißig gekocht. Das soll auch so bleiben. Scrap Metal brauchte ich für irgendwas. Ich glaube für den Anvil, ne?
Haben wir da jetzt ausreichend? Okay, das macht nichts. Diese Holzplanken können wir craften. Oder haben wir gecraftet, meine ich. Oh, die sind fertig gebaut. Guck mal, perfekt. Inventory ist voll. Dann müssen wir machen erstmal das Inventar leer. Wie wäre es denn damit? So, übrigens können wir die hier theoretisch upgraden. Das kostet uns aber hier dieses Zeug. Dieses Zeug bekommen wir aber, wenn wir den Anvil haben, können wir das dann ja craften. Also alles kein Ding. Moment. Nee, ich hatte gerade kurz gedacht, ich habe doch hier noch... Genau, wir haben nur ein Geweih. Das war unser Problem. Wir brauchen aber zwei für den Bogen. Also entweder nochmal in so ein Gebiet eben reinrennen oder halt auf andere Art und Weise irgendwie da rankommen. Hatte ich eine extra Kiste für Heilungszeug? Oder ist das bei den Stoffen einfach dabei? Also habe ich die Juwelenketten nicht dahin getan. Genau, wir müssen noch ins gelbe Gebiet, müssen wir bald noch. Nein, ich habe die Zeit völlig vergessen. Oh, wartet mal. Put all. Oh, ist das Warehouse noch da? Wir haben die ganzen Sachen im Warehouse gelassen. Oh, bitte, wie viele Stunden ist es her? Wie viele Stunden ist es her, dass ich gespielt habe? Ich habe keine Ahnung. Oh, das wäre ja so ärgerlich. Weil ich habe mich gerade gewundert. Ich hatte doch mehr von diesen RAM-Disketten gefunden. Wo sind die denn hin? Bitte sag mir, dass der noch da ist. Oh, ja. Okay, es sind nur 2 Stunden seitdem vergangen. Das mache ich jetzt. Ich vergesse es sonst. Das hätte jetzt echt nicht... Oh Mann, das hätte jetzt echt nicht passieren dürfen. Das wäre ja ärgerlich gewesen. Okay, wir sind bei 20 Punkten. Machen den Anvil, aber wenn wir wiederkommen. Können auch einen Bogen noch nicht machen, ne? Okay, aber Empty Flask können wir, denke ich, auch craften. Kriegen wir schon hin. Ach, Mann, ey. Gut, dass ich nicht erst gesagt habe, ich spiele heute Abend wieder, sondern mich jetzt ans Handy gesetzt habe und mir das jetzt eingefallen ist. Das wäre ja mega ärgerlich gewesen. Huiuiuiui. Ja, kein Problem. Alles gut. Wir hatten das ja schon irgendwie alles hier reingestopft. Aber ich glaube, an der hier hinten lag noch irgendwas, oder? Ja, hier war noch irgendwas. War jetzt nichts Wertvolles. Doch, Nägel und ein Sack ist okay. Perfekt. Genau, der Typ stände jetzt auch noch immerhin noch hier. Wenn wir jetzt nochmal so eins gefunden hätten hier. Davon irgendwas. Aber haben wir alles nicht, ne? Auch Geld haben wir auch nicht. Was will der später so? Ach, das sieht man gar nicht erst. Okay. Also wir müssen dieses Zeug hier sammeln. Das Zeug anscheinend auch sammeln und Geld irgendwie finden. Ich denke, dafür müsste man einfach in Anführungsstrichen viel spielen. Müssen wir mal gucken. Oh, Rage, you lose health. Okay. Aha. Mysterious Basement. Ich habe da Bock hinzugehen. Ich mach das jetzt einfach. Wir nehmen hier ein bisschen Essen für Energie, da können wir da hinrennen. Was ist das hier für ein Pauschen? Guck mal, wir haben auch hier noch, wir haben noch mehr Essen. Ne, ich gehe da jetzt hin. Ja, walk. Und die letzten Meter rennen wir. Und dann müssen wir die Quest halt, dann muss ich halt, wir gehen da jetzt hin und gucken uns das an. Keine Ahnung, was uns erwartet. Und dann müssen wir halt das nächste Mal, also dann brauchen wir halt länger. Dann müssen wir halt quasi zu Fuß zur Basis zurück. Das macht ja nichts. Wir haben jetzt natürlich auch nicht so viel Platz im Inventar. Ich meine, was gibt uns das hier? Ein bisschen Leben. Minus Radioaktivität, das ist gar nicht schlecht. Aber es macht uns hungrig. Da müssen wir drauf achten. Also ja, ist ja Alkohol. Ja, ich glaube, das ist schon halbwegs logisch. Ich habe keine Ahnung, ob man von Alkohol trinken hungrig wird. Da ich noch nie Alkohol getrunken habe. So ist das. Komm, jetzt gib mir hier diesen letzten Meter. Run für eine Energie. Weniger. Los. Mysterious Basement. Will mich doch veräppeln. Ja, wir sitzen hier und warten. Es ist halt ein gelbes Gebiet, deswegen habe ich ein bisschen Angst. Was uns erwartet, wissen wir nicht.
Ich guck gleich nochmal, wenn wir angekommen sind, können wir bestimmt nachschauen, wie viel, also was man hier so zum Beispiel gedroppt bekommen kann. Aha, oh, wir können dieses Devil's Urchin hier bekommen und seltene Ressourcen, Waffen, mehr Waffen und Kleidung. Temperatur niedrig, Aberrated Activity high. Ich glaube, wir sollten hier nicht hin. Also ich muss jederzeit ready sein, um wegzurennen, also wirklich. Was? Es kostet... Ich habe keine Energie. Okay. Ich habe hier Throwing Rocks. Und die kann man danach werfen? So funktionieren die Teile. Praktisch. Und das Zeug? Kann man mitnehmen? Oh, ein Artefakt. Aber das wird mir immer noch als Leiche angezeigt. Ach ne, hier liegt eine andere Leiche. Not enough energy. Ich habe das Gefühl, das hören wir jetzt noch öfter. Jetzt versuchen wir mal so ein paar Sachen hier zu durchsuchen. Aber den Bogen, wenn man ihn findet, zählt nicht als Quest, ne? Ne, da steht extra Produce a Weapon. Was bist du denn hier? Play einfach. Einfach abspielen und dann haben wir es. Box of Junk. Boah, was ist hier von den... Was kann man hier von den verwerten? Concrete Blocks make smoother and tougher walls. Ich glaube, dass ich die Boxen und den Sack nicht benötige. Ich glaube, also die kann man hier, die können wir wahrscheinlich selber herstellen. Es sind halt 10 Stück. Das ist halt, klingt halt viel irgendwie, ne? So. Okay, können wir nur noch mehr Wurfsteine wahrscheinlich finden. Und Box of Vegetables. Das. Okay, also. Also zum einen merken wir uns, wir können hier immer hinkommen, wenn hier was ist. In die Richtung. Weil hier passiert nicht viel. Nichts Schlimmes zumindest. Nice. Ich nehme die Stoffe, glaube ich, mit, um mir Bandagen oder sowas draus craften zu können. Aber so richtig krasser Loot war hier. Also, ja, wir haben schon gute Sachen gefunden. Ich will ja nichts sagen. Aber so richtig mega krass war es jetzt auch nicht. Ach, okay, dann nehme ich aber anstatt Concrete mitzunehmen. Das wäre ja jetzt schwachsinnig. Dann kann ich auch die 10 fertigen Steine mitnehmen. Gut, dass ich hier nochmal geguckt habe. So. Dann nehmen wir das so mit. Wir können den Bogen einfach equippen, oder? Ach, wir haben das gerade equipped. Ärgerlich. Dann können wir den nicht einfach equippen. Okay. Ja, Klebeband, Schmuck, die Steine. Ich lasse das mal jetzt einfach da. Nehme das mit, was ich im Inventar habe. Es ist so in Ordnung. Alles klar. Ja, haben uns das auch mal angeguckt. Und ich denke... Wie hieß das jetzt hier? Das können wir öfter hingehen. Also nur dieses for free, dieses gelbe Zeug, da war ja jetzt ja kein Feind oder so. Die Steine lagen da ja sogar rum. Das ist ja easy dann. Optimal. Genau, bedeutet nur leider für uns jetzt, dass wir sehr weit weggelaufen sind und jetzt noch eine halbe Stunde benötigen, bevor wir wieder hier ankommen. Da wir auch volles Inventar haben, können wir auch nicht irgendwo mal eben noch einen Abstecher machen und zum Beispiel nochmal einen Hirsch erledigen. Weil wohin mit den Sachen? Ja. Deswegen, hier nochmal ein Schnitt und dann bis in frühestens eine halbe Stunde. So, da geht's auch schon weiter. Eine ziemlich genau eine Stunde ist vergangen und wir haben in der Zeit gerade mal 10 Energie regeneriert. Also ziemlich genau 10 Energie. Ich weiß nicht, ob es im Shelter
anders ist, ob wir hier schneller Energie regenerieren, aber generell scheint die Energieregenerationsrate nicht sehr hoch zu sein. Okay, enemies at the shelter. Wir haben doch eigentlich hier das Ding, oder? Ja, es geht halt übel ab. Wir kriegen die EP. Ja, nice. Level 16 sind wir schon. Das geht natürlich ganz schön fix. Ja, ich sortiere mal eben Sachen ein. Ich würde auch sagen, dass dieses Ding hier in die Alien-Kiste gehört. Dafür kommen aber diese Teile darüber. Ist das hier die Alien-Kiste? Das ist sie. Jetzt haben wir auch hiervon was. Das ist cool. Ich habe ja gesagt, dass ich schon einmal aufgenommen hatte. Da war ich nicht so weit wie jetzt. Da habe ich halt gut... Also habe ich an einem Tag auch nur gespielt. Und genau, es ist jetzt ziemlich nice, was ich so bekommen habe, würde ich behaupten. Genau, und da brauchte der Händler nämlich für den zweiten Trade, der Levkovic, genau dieses gelbe Zeug. Aber da habe ich keins bekommen. Und jetzt hätte ich das gelbe Zeug, aber jetzt wollte er ja was anderes damals. Naja, Throwing Knife brauchen wir auch nicht unbedingt, glaube ich, aktuell. Ja, Anvil ist das Ziel, ne? Warte mal, da müssen wir erstmal die Bretter hier rausholen. Dass wir auch wirklich auf alle Rohstoffe, die wir besitzen, Zugriff haben. Hier sind schon wieder so viele neue Sachen dabei. Genau, wir craften mal eine Schmiede. Kann man die draußen platzieren? Muss man die draußen platzieren? Oder platziert man die auch drin? Weil ich würde die gerne hier in die Ecke setzen. Alles klar. Was können wir hier zum Beispiel craften? Blueprints. Okay, man muss auf jeden Fall schon mal Fuel reinpacken. Aha. Das ist natürlich interessant. Oh, was kostet denn hier das Upgrade? Okay. Also diese Rubber Hoses, weiß ich nicht, wo man die kriegt, aber... Crazy. Also ich freue mich, ich warte ja schon, das habe ich ja schon erzählt. Ich warte eigentlich auf das Spiel Westland Survival, was mir mega Spaß macht. Und auch die haben jetzt halt, die werden bald ein riesiges Update haben, auch mit neuen... ach, jetzt habe ich das aber vergessen, was ich sagen wollte. Auch mit einem neuen Crafting-System komplett. Und da freue ich mich halt drauf, weil das, glaube ich, ziemlich nice wird. Also ziemlich nice wird. So, wir wollen die Daily Quests weiterhin machen. Wir sollen Empty Flask produzieren. Jetzt habe ich aber die Vermutung, dass wir dann in dem Anvil... Mist, ey. Also wir brauchen hier eine volle und... Okay, wir brauchen volle. Okay, dann können... Aber wir brauchen ja auch das Metall. Nee, dann machen wir das nämlich so, weil wir brauchen hier das Metall. Weil das ja Zeit... Weil das ja Zeit in Anspruch nimmt. Also auch nur 4 Minuten, aber das macht ja nichts. Lassen wir das ja mal hier produzieren. Oh, das ist schon mal nice. Genau, 10 Stück passen da genau hin. Jetzt sind wir nicht mehr durstig. Hunger sollten wir auch nicht haben. Wir haben ja auf dem unterwegs ganz viel getrunken immer wieder. Oh Mann, also man braucht ja schon mal ganz andere Rezepte. So. Genau, die Quest, die wir haben, die vergesse ich natürlich nicht. Aber was soll man machen? Jetzt habe ich hier diesen Bogen. Ich weiß nicht, ob ich mit einem Bogen gerade kämpfen möchte. Ich glaube, mir ist da ein simpler Speer tatsächlich lieber. Weil... So, das war kurz davor, oder ist kurz davor kaputt zu gehen. Dann nehmen wir direkt ein neues mit. Okay, wir reisen nochmal ins grüne Gebiet. Jetzt habe ich natürlich mal wieder wenig Essen dabei, aber so ist das nun mal. Wir reisen ins grüne Gebiet und dann... hoffen wir noch einen Hirsch zu erwischen. Und wir müssen irgendwie ganz viel Scrap Metal herholen. Wobei ich glaube, wenn wir Eisen haben wollen, müssen wir hier hin. Das ist die Frage. Okay, aber nur hier wird angezeigt, dass man Endless bekommt. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht so viel Scrap Metal mitbringen. Dann müssen wir halt in die Iron Wastelands. Das hört sich schon eher nach Scrap Metal an. Aber wir müssen halt noch einen Hirsch töten, der dann sein Geweih droppt. Das ist das Entscheidende. Einfach nur der Hirsch. Dann hätten wir schon locker gehabt. Aber wir brauchen noch so ein doofes Geweih. Genau, also wirklich jetzt
Ich habe auch gar keine Axt dabei, fällt mir jetzt gerade ein. Aber ich habe diesen Hammer dabei, das heißt, wir können sowieso nur ein Scrap Metal mitnehmen. Ist das direkt der Elk für uns? Elk to go sozusagen. Das Sneaken kostet uns halt 2 Energie. Das ist doch kacke. Aber wir sneaken erstmal nicht mehr. Außer wir müssen halt an Elch ran. Komm bitte, 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 bitte. Yes. Wie? Ach, wir müssen in den. Ich dachte schon, warum wir die Quest jetzt nicht gedings? Ja, wir müssen ja noch mehr als das tun. Wir müssen ja einen Bogen craften. Dafür brauchen wir die Teile ja. So war das. So war das gewesen. Gut, nehmen wir so mit. Nichts Nützliches gefunden. Pro Sector hier. Machen wir auch kaputt. Hier sind Reifen, die suchen wir aber nicht. Scrap Metal. Wir schauen mal, ob hier was auch was am Boden liegt. Da muss ich auch drauf achten. Also nicht nur auf der Karte gucken, wo ein Fass vielleicht zu finden ist, sondern auch, ob hier nicht irgendwo Scrap Metal am Boden rumliegt. Hier zum Beispiel. Also ja, genau, wie gesagt, wir werden jetzt hier nicht en masse Scrap Metal finden. Wollen wir auch nicht. Es reicht. Also ich habe jetzt ja schon genug theoretisch das, was ich brauche, und dann richtig farmen gehen, das müssen wir dann in Ruhe machen. Oh ja, Wolfszähne ist auch nicht schlecht. Der hat dafür gar nichts dabei. Ja, der hat 700 HP, ich verstehe nicht so ganz. Die heißen ja gleich, warum der eine mal mehr, der eine mal weniger Leben hat, aber macht nichts. Essen was. Für das bisschen Leben. Wenn wir den Wolf hier problemlos bekämpfen können. Oh, da kommt nämlich direkt der Nächste. Das war eine ganz weise Entscheidung. Also wir sind jetzt hier noch nicht nahe dabei drauf zu gehen, aber sicher ist sicher. Außerdem wollen wir halt hier das Fass ja aufbrechen. Und da brauchen wir natürlich die entsprechende Energie für. So, wenn hier so Holz rumliegt, dann nehme ich das auch mit. Bin ich vorhin schon 2-3 Mal dran vorbeigelaufen. Ja, also das ist ein bisschen komisch gemacht. Der Fokus, was man jetzt macht. Also man hat ja Waffe und Aufheben auf dem gleichen Bereich im Handy, auf dem Handy. Aber es ist komisch, es ist so total random, so vom Gefühl her, wann was denn passiert. Also, mal will ich was aufheben, und da ist ein Gegner da, dann kann ich nur den Gegner angreifen, dann wird mir nur das angeboten. Mal will ich vom Aufheben abbrechen, den Gegner angreifen, dann hebe ich trotzdem zu Ende auf. Also es ist ziemlich random. Ich glaube, die Mushrooms nehmen wir auch mit. Dann können wir bald was kochen. Oh, den haben wir jetzt gepult, aber wir haben halt mit dem letzten Hit einen Schaden weniger gemacht. Was hier auch interessant ist, bei all den anderen Survival Games, die ich so zocke, oder es ist eigentlich gerade nur Western Survival, oder die ich mal gezockt habe, sind es feste Werte, die man an Schaden macht. Also es ist festgelegt, wie die Waffe macht halt den und den Schaden, dann wird das mit der Rüstung, die der Gegner hat, verrechnet. Aber hier seht ihr 31, 138, 134, der Schaden ist random. In einem gewissen Bereich natürlich, klar. Aber es ist nicht so ganz fixiert auf eine feste Zahl. Ja, erstmal so als dahingestellt, dass ich das mal stehen. Wir heilen uns in der Zeit, weil wir dann doch ziemlich viel Schaden bekommen haben. So viele Gegner hier zu besiegen, da geht es ganz schön rund. Jetzt haben wir auch wieder Energie bekommen. Dann kämpfen wir noch mit dem Wolf. Okay. Okay. Also wenn wir mal für irgendwas Wolfszene benötigen, die haben wir jetzt ein bisschen. Ja, das war es auch an Fässern. Ich glaube, dass wir hier auch nicht viel mehr finden werden. Das ist schade, aber war leider so. Leider schwierig. Komm, ich habe ja gesehen, wir brauchen diese Geweihe auch noch für andere Sachen. Wenn der jetzt eins droppt, wäre es ja richtig nice. Können wir den da noch erledigen? I hate it.
Das meinte ich übrigens mit, manchmal kann man Leute, ach, ist das doof. Jetzt geh mal zurück, jetzt haben wir schon geladen, jetzt ist auch wurscht. Da ist nichts mehr zu holen. Oh. Aber da ist was zu holen. Oh Leute, ich wollte doch gar nicht mehr so lang machen. Tja, das Video wird wohl noch etwas länger dauern. Wir werden nämlich jetzt noch Empty Flask produzieren. Und dann gehen wir noch mal ins Warehouse. Why not, sage ich. Why not? Wenn es doch gerade wieder ab ist. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir jede Kiste diesmal wieder öffnen. Weil dann ja diese drei Gegner am Ende spawnen. Vielleicht möchte ich die dieses Mal vermeiden. Alle Gegner davor kann man eigentlich ganz gut machen. Aber die sind dann doch etwas sehr heavy. Gegen die zu kämpfen ist dann schon anstrengender. Genau, wir haben aber erstmal jetzt hier was erledigt. Und dafür möchte ich jetzt auch... Und die Boots soll mal craften, können wir machen. Wir können, denke ich, jetzt auch dann den Bogen craften. Und die Boots. Okay. Ja, ich werde jetzt nicht diese Decayers holen. Aber wir kriegen die Rebars. Die sind schon fertig. Guck mal einer, schau. Und damit sind wir für heute mit den Quests done. Okay, wir haben morgen noch Premium. Wir haben theoretisch auch noch übermorgen Premium, weil ich es mitten am Tag aktiviert habe. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob das praktisch funktioniert, aber... Okidoki. Also die können wir jetzt craften. Das ist schon mal gut zu wissen, dass wir da nicht alles farmen müssen. Hier tun wir das hin, das kommt auch dahin. Ja, das bisschen Holz. Das leider sehr wenige Metall. Tja, oh, wir können aber nochmal gutes Essen machen. Oh, wir brauchen wahrscheinlich hier Holz, ne? Wir haben wahrscheinlich da, das Feuer ist wahrscheinlich ausgegangen, weil Holz fehlt. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal 20 so Planken. Die sind ja in meiner Abwesenheit dann schnell erledigt. Und hier, genau, hier ist das Feuer einfach ausgegangen. Aber das Coole ist, wir haben genau... Okay, das Spiel hängt sich gerade komplett auf. Wir haben gleich viel Pilze und Fleisch. Das ist cool. Fast ein Stack von diesem Essen können wir da gerade herstellen. Oh, warum habe ich jetzt hier ein Raw Meat im Inventar? Wann ist das da gelandet? Dann haben wir doch nicht gleich viel. Schade, Schokolade. Aber das Raw Meat, das lasse ich natürlich nicht einfach irgendwo hier, sondern das kommt dann natürlich rein. So klar. Alles gut. Wir benötigen. Was gibst du hier? Das ist eine Suppe. Aber ich glaube, mein Handy mag das gerade gar nicht hier. Was das aufnehmen. Das essen wir. Das essen wir. Das essen wir auch. Eine können wir essen. Die nehmen wir mit. Dann haben wir nämlich hier noch das. Das kommt natürlich hier hin. Die leeren auch. Oh, das hat er nicht automatisch angezogen. Okay. Gut. Jetzt haben wir so viele Bögen gecraftet. Beziehungsweise besitzen so viele Bögen und benutzen sie gerade gar nicht. Passiert. Passiert. So ist das im Leben, ne? Okay, ja, das Teil kann ich auch noch mitnehmen, aber das wird auch nicht mehr viel helfen, da, um ehrlich zu sein. Da werden wir nicht mehr weit mitkommen. Die Pistole nehmen wir auch mit. Ist das hier übrigens nur ein normaler Speer, der verbessert wurde? Weil der heißt Rough Spear und der heißt Sharpened Spear. Oh, warte mal, Sharpened Spear. Oh. 136, ich kann eine neue Waffe machen. Ah, okay. Good to know. Okay. Ja, machen wir doch einen. Ich meine, es wird jetzt unsere Anfangswaffe sein. Dann tun wir den weg. Brauchen wir nicht. Das Gras lassen wir auch hier. Brauchen wir nicht.
Alles klar, Bandagen haben wir noch irgendwo, ne? Ich glaube, ich habe hier auch vorhin alles einfach reingeschmissen, aber hier müssten noch Bandagen, genau. Dann nehmen wir das noch. Oh ja, eine Axt brauchen wir auf jeden Fall, um die Türen aufzuschlagen. War das hier meine Kiste mit Alien Stuff? Aber Alien Stuff nehmen wir mit, weil der das vielleicht haben möchte von uns. Hä? Da sind Bandagen. So, welche sind die besseren? 100, 365, 600. Beziehungsweise, ich denke, ich crafte mir, aber wann kann ich denn die nächsten Bandagen craften? Weil hier haben wir die. Die sind okay. Und wann kommt noch was? Machen wir hier 10. Die reichen auch jetzt für den Anfang. Für die ersten Gegner, die wir da besiegen. Alles klar. Dann pflanzen wir was an. Wir haben die Daily Quest fertig. Was ja unser Hauptziel war für heute. Aber es gibt ja immer noch mehr zu tun, ne? Das ist halt nicht auf. Also genau, das Warehouse will ich jetzt gerne noch mitnehmen und dann bin ich für heute mit dem Spiel, denke ich, fertig. Ich weiß nicht, ob ich auch so einen tollen Abschiedsscreen wie letztes Mal habe. Da ist mir dann aufgefallen, ich habe gar nicht mehr gefarmt. Und ja, dann habe ich das halt nicht. Run. Alles klar. Ja, und dann können wir morgen die Quest vielleicht, also genau, nicht die Daily Quest, sondern die richtige Quest machen, dass wir mal in ein gelbes Gebiet gehen und Sheralds besiegen in dem gelben Gebiet. Das wird bestimmt auch lustig und nicht ohne sein. Ach ja. Mal schauen. Wir gucken erstmal, was er jetzt mit uns handeln will. Das ist schon mal wichtig. Was willst du überhaupt? Geld, rotes. Okay, hat genau die gleichen Sachen wie letztes Mal. Mit ein bisschen Glück kriegen wir so ein Zeug. Und so ein Zeug vielleicht auch. Erstmal hier den Buddy durchsuchen. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir. Wenn man bedenkt, dass ich hier die ganze Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt bin, der Typ chillt hier ja immer die ganze Zeit. Also dem dürfte es eigentlich gar nicht so gut gehen. Aber anscheinend tut es das schon. Genau, wichtig ist, dass ich Bandagen früh genug benutze und auch jederzeit. Immer dann, wenn es geht, einfach schnell eine Bandage quasi benutzen. So, ich mache mal ganz kurz einen Aufnahmestopp und starte die Aufnahme sofort wieder. Nein, das kann ich noch nicht machen. Ja, weil es gerade so extrem laggt. Ich habe das Gefühl, es liegt daran, dass das Handy halt alles in einer Datei speichern will. So, jetzt nutze ich die kurze Stille. So, und nahtlos ist der Übergang. Wir sind wieder hier. So, jetzt kommt dann natürlich dieser etwas stärkere Gegner, wenn ich das richtig in meiner Erinnerung habe. Aber den machen wir nur mit dem Speer, den machen wir nicht mit der Pistole. Weil ich glaube, der hier hat weniger Leben, genau. Der ist nämlich ein... Ach nee, das ist nur ein Claw. Das ist noch gar nicht der, von dem ich eigentlich geredet habe. Der hier ist ja noch easy. Sagte er und starb wahrscheinlich, ne? So, das Coole ist, wir kriegen hier immer Stoff. Das heißt für uns Craft Bandages. So, genau, der hat nämlich... Oh, das hätte ich dodgen müssen. Jetzt habe ich es, glaube ich, gedodged. Genau, weil der hat am Ende dieses Dungeons, wenn der immer... Also Dungeons nenne ich mal. Wenn er am Ende nochmal da ist, hat er immer doppelt so viel Leben. Und das ist ziemlich mies. Das ist natürlich kritisch. Alles klar. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Spawnen die immer, wenn man den Key hat? Ich glaube, da habe ich... Ja, ich glaube schon. Ne? Da habe ich nicht drauf geachtet bisher. Das hätte mich beinahe... das war jetzt nicht so glücklich. Weil ich halt gerade im Inventar war. Hier... Und hier, und jetzt nehmen wir die anderen Bandagen einfach. Komm. Wofür sind die denn sonst da, wenn man sie nicht benutzt? Ja, wobei bei den kleinen Gegnern hier. Wir haben ja nochmal Stofffetzen bekommen. Bei den Gegnern geht es noch. Reicht meine Axt? Ich glaube, ich. Ich habe fast Angst. Oh, ich bin Level Up. Oh, hätte ich gar nicht heilen brauchen. Aber ich habe mich auf meine XP geachtet.
Naja. Mal sehen, was wir jetzt hier machen können. Ich glaube, dass unsere Axt kaputt geht, bevor wir die nächste Tür aufmachen können. Das wäre allerdings ziemlich miese. So, erstmal die Buddies durchsuchen, nach Stofffetzen, genau. It's empty. Okay, hier werden die schon gespawnt. Aber die kriegen wir gut. Die haben nicht viele HP. Und die haben wir gut. Können wir gut töten. Kriegen auch nochmal Stoff. Craften eine Bandage daraus. Hier benutzen wir den Schlüssel und öffnen die Kiste. Und sehen, dass hier coole Sachen drin sind. Können wie immer nicht alles mitnehmen. Jetzt ist es aber an der Zeit. Wir haben hier einen ganzen Stack von diesen Bandagen. Dann nutzen wir sie auch. Ich habe leider die Befürchtung. Ja, die ist kaputt. Oh man, diese war instant kaputt. Ach nein, was machen wir denn jetzt? Hat einer von euch Scrap Metal vielleicht dabei? Ja, der ist immer ein bisschen buggy, der war vorhin auch schon verbuggt beim Durchsuchen. Sieht nicht nach Scrap Metal aus, ne? Tja, sorry, ne? Dann müssen wir hier nochmal zurück und nochmal hin. Das ist extrem ärgerlich. Ich kann auch diese andere Axt. Warte mal, die andere Axt. Was braucht die für Rohstoffe? Ne, wir brauchen auch dieses Holz. Ne, 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 können wir nicht craften. Na. Tja, doof gelaufen. Dann bringen wir immerhin schon mal ein paar Sachen wieder zurück in die Basis. Und dann kommen wir wieder. Oh ne. Ja, und da ich nicht so viel Energie habe, will ich jetzt dann, glaube ich, wieder, muss ich schon wieder AFK gehen. Vielleicht nutze ich die Zeit und gehe eben einkaufen. Das ist vielleicht eine sinnvolle Idee. Wir laufen mal zurück zum Shelter. Das dauert sowieso 20 Minuten. Dann kann ich jetzt einkaufen gehen. Und dann lernen wir das Inventar nochmal kurz am Shelter und dann gehen wir nochmal los und hoffentlich überleben wir den Spaß. Also ich mache mir die Hoffnung, dass die Bandagen und dass das alles klappt. Wir müssen einfach, nachdem wir die Kiste geöffnet haben, sofort aus dem Gebiet rausrennen. Also die vielleicht, wenn die durch die Tür kommen lassen und dann wegrennen. Und dann nochmal rein und dann haben wir erstmal nur die beiden und dann haben wir den einen nämlich alleine, der ein bisschen stärker ist. Genau, und mit den Bandagen, denke ich, kriegen wir das gut hin. Unsere Rüstung ist nicht mehr so gut, aber wir haben jetzt benutzen dafür bessere Bandagen und ich hoffe, die machen das wett. Na dann, bis gleich. Here we are again. Ja, es ist etwas Zeit verstrichen seit der letzten Aufnahme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist noch der gleiche Tag und wir werden auch das... Also ich denke auch, das Warehouse ist noch da. Ich kann es nicht versprechen. Ich gehe aber davon aus, tatsächlich. Genau, aber ich musste noch ein paar Anrufe tätigen, hatte noch andere Sachen zu erledigen. Und deshalb hat sich das für mich ein bisschen in die Länge gezogen. So ist das, so ist das. Aber jetzt bin ich back in the game, habe weiterhin Bock. Will auch da unbedingt noch ins Warehouse und das fertig machen. Also das auf jeden Fall. Das ist das Ziel. Aber, eine Axt brauchen wir. Da war unser Problem. Gut, dass ich mich daran erinnere und nicht einfach losgehe. Zum Glück haben wir noch 5 ganze Scrap Metal. Genau, wir waren ja hier oben fertig, oder? Können wir hier nochmal gucken? Items? Ah, Old Key. Okay, den habe ich dabei, alles klar. Aber perfekt, perfekt. Das heißt, mit Lärminvent, ja, leer ist das nicht, ne? Aber das, okay, die Dosen tue ich mal weg. Die müssen wir jetzt ja nicht mit uns rumschleppen. Vielleicht nehmen wir tatsächlich hier ein bisschen besseres Essen mit diesmal. Guckt euch das an. Da, 17 davon. 375, 15, 45, 5. Und das gibt einfach weniger Leben. Ist fein. Und ich will, also, Holz brennt ganz schön lange in dem Game. Ich weiß nicht, ob es hier sowas wie Kohle gibt. Kohle wäre so in anderen Survival Games so der Standard. Weiß nicht, wie das hier ist. Ich habe bisher noch keine gesehen, halt zumindest. Genau. Wir schauen uns das hier mal an. Das Gute ist, dass ich mich jetzt im Shelter hier auch ein bisschen gerade regeneriere. Tatsächlich erst, seitdem ich hier ins Gebiet rein bin. Also, genau. Nicht konstant, wenn man hier ankommt, sondern man muss das Gebiet anscheinend einmal betreten. Alles klar. Okay.
Dann regeneriere ich nicht. Den pulle ich auf jeden Fall zu unserer Armbrust. Ich denke, das werden irgendwann mehr Gegner. Und dann brauchen wir hier bestimmt auch ein fetteres Teil. Aber wenn das nur einer ist, ist das ja entspannt. Also wir sind jetzt schon Level 17. Wir kommen gut voran, würde ich sagen. Ja, wir versuchen es nochmal mit dem... ohne Hose. Können wir uns noch eine Hose craften oder haben wir die Sachen nicht dafür? Doch, dann mache ich nämlich noch eine Hose. Besser irgendeiner, die nur wenig Rüstung hat, als gar keine. Ich meine, das macht ja immer noch einen Unterschied. Denn wir wollen ja dieses fette Fieder jetzt nochmal besiegen. Also, es sollte noch nicht drei. Es ist, glaube ich, 2 Stunden her, dass ich gespielt habe. Es sollte alles im noch da sein. Ja, Engineers Post können wir jetzt nicht machen. 30 Minuten. Da hätte ich mir auch nicht viel mehr Zeit jetzt lassen dürfen, weil wir müssen ja das noch clearen, nochmal hin und zurück und so, weil unser Inventar wahrscheinlich wieder voll ist. Deswegen sind wir gut in der Zeit. Das machen wir jetzt hier fertig. Hoffentlich ohne zu sterben. Sind wir schon gestorben? I don't know, weil ich bin gestorben beim ersten Mal aufnehmen, auf jeden Fall. 2 Mal, glaube ich sogar. Aber bin ich schon gestorben? Ich glaube nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Wenn jemand das Video schaut und kann sich noch erinnern, schreibt es in die Kommentare. Und damit haben wir Zuschauerinteraktion. Ist das nicht gut? Genau, an der Tür sind wir gescheitert. Da haben wir einmal dran geklopft. Knock, knock, knock in. Und dann war es vorbei, der Spaß. So, share it. Prepare it. Ihr macht ganz schön viel Damage. Wisst ihr das? Und ihr seid die einfachen Gegner hier des ganzen Spaßes. Offiziell. So, wir nehmen den Speer natürlich. Wir bereiten uns vor. Indem wir uns, auch wenn wir uns überheilen, dann ist das halt so. Can't change this. Okay. Und jetzt war die Strategie. Box öffnen. Und wegrennen. Exakt, so sollte das funktionieren. Vielleicht hätte ich direkt rennen können. Hätte, ich glaube, ich habe einen Hit bekommen, oder? Aber jetzt, in der Theorie, steht einer jetzt weiter hinten, und zwar der krasseste. Abandoned Cabin. Ich glaube, das... Hatten wir sowas nicht schon mal? Hatten wir nicht genau das schon? Engineers Post... Oh, da können wir nur mit dem Fahrrad hin. Wir haben aber kein Fahrrad. Was haben wir noch? Abandoned Cabin. Aber das ist Unidentified Artifact. Ne, das ist was anderes. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Alles klar. Okay. Also, wie machen wir das? Wir haben einen Speer. Wir haben Food. Wir essen Food. Wir regenerieren Leben. Wir entern das Warehouse. Und dann geht's los. Okay. Ich bin ein bisschen... Ah, jetzt habe ich die Rüstung nicht an. Vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht ist sie auch besser für den letzten Gegner. Ich hoffe, wir können uns halt jetzt die 2 polen und den dritten alleine machen. Weil die in der Gruppe alle zusammen... Alles klar. Nicht perfekt. Können wir so nie machen. Können wir so nicht machen. Ich weiß nicht. Das hat ja bisher geklappt. Bisher haben wir immer nur eingepult. Vielleicht gehen wir jetzt wirklich ganz langsam vor. Vielleicht kommen diese beiden auch und triggern automatisch. Besieged House. Oh, aber das ist rot. Ja, I don't know. Ich muss erstmal was essen. Ja, das hält mich jetzt 750 Leben. Halt mich wieder, Max. Jetzt habe ich die Pistole. Well, wir fangen mit der Pistole an und dann nehmen wir den Speer. Es hilft ja nichts. Wir müssen das ja jetzt irgendwie hier mal finishen, oder? Ja, hin und her da, mit Strategie, einfach drauf. Hoffentlich. Ich überlege, ob wir statt der Bandagen vielleicht lieber das Essen nehmen. Das heilt uns zwar nicht instant, aber man kann zumindest bisher endlos viel futtern. Also im Endeffekt verspreche ich mir davon mehr Heilung. Okay, guck mal, die kommen nämlich automatisch. Die kommen nämlich und den anderen haben wir uns gerade dummerweise gepult. Das war das Problem. Okay.
Einfach gedrückt halten und dodgen, wenn er seine Zunge rausholt. Und wir haben's. Was droppt er denn? Oh, yes. Okay, wir können ordentlich mit ihm handeln. Moin, moin. Also da das die bessere Kiste ist und wir 6 haben, will ich natürlich die bessere Kiste haben. Und ich habe ja auch gesagt, ich will... Ach, guck mal, das gibt auch viel mehr Attitude. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, das ist beides interessant und wir sind eine Stufe höher. What? Oh, das ist aber was anderes. Das ist Double Bloody Tier. Okay. Und hier müssen wir mal die Sachen finden. Oh, krass. Wir sind direkt noch einen aufgestiegen, ey. Business. Übrigens war das Beep gerade mein Backofen, der fertig ist. Sehr cool. Bloody Tier weiß ich zwar nicht, wo wir es herbekommen. Also wir müssen uns wahrscheinlich, was die Tiers angeht, mit dem hier immer wieder zufrieden geben. Aber das ist vielleicht realistisch, wenn wir die richtigen Events erwischen, dass wir da mal rankommen. Mega cool. Ah, unser Item. Natürlich sind die Items voll. Ich habe auch vergessen, mir diese Rüstung anzuziehen, aber ich habe auch keine Heilung benötigt. Ich habe den tatsächlich gut besiegen können. Ja, sieht so aus, als müssten wir nochmal hin und zurück. Ich nehme alles, was geht. Da hatte ich tatsächlich Platz. Ach, da, okay. Ach so, weil ja ein Slot wieder frei war jetzt. Okay, ein Slot war ja wieder frei. Die Kiste. Ja, diese Wires brauchen wir. Da müssen wir ja alle unsere Sachen wieder aufbauen. Also, da kommen wir nicht drum rum. Kommen wir nicht drum rum. Die Nails können wir noch mitnehmen, aber wir müssen hier noch einmal zurückgehen. Macht nichts. Wir haben richtig cool getradet. Und natürlich öffne ich die ganzen Boxen noch. Natürlich öffnen wir die, weil es hilft mir gar nichts, die aufzuheben. Weil da ist ja jetzt, also da, selbst wenn da jetzt krasser Endgame-Stuff drin wäre, dann haben wir den halt schon mal. Aber ich habe ja nichts davon, wenn ich den aufhebe und mir mühsam zusammenspare, weil für wen? Das wäre ja blöd. Genau, weil die Kiste möchte ich auf jeden Fall öffnen. Medium Trade Chest. Ist cool. Sehr cool. Wir haben es geschafft. Und ich glaube auch, also die nächsten Male werden schwer, weil wir natürlich die Pistole nicht mehr haben. Jetzt, da haben wir natürlich die beiden, die auf mich zugerannt kamen, die hätten wir eher mit dem Speer machen sollen. Da habe ich aber nicht schnell genug geschalten und dann einfach mit der Pistole durchgedrückt. Entweder wir finden, wir haben auch andere Schusswaffen, aber ich glaube, da wäre der Speer dann doch wieder besser. Da müssen wir mal schauen, was da besser ist. Weil ich weiß nicht, ob der Damage mit der Angriffsgeschwindigkeit direkt verrechnet wird vom Spiel. Also wenn da steht, der und der Damage-Output, ob das dann heißt pro Sekunde oder ob das heißt, ja, macht halt Schaden, Punkt. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Übrigens ist das hier ein Identifying-Disc. Ich weiß nicht genau, wofür wir das brauchen, aber okay. Wir werden das alles noch sehen. Wir werden sehen. So, ich glaube, das Zeug ist dazu da, um unser Bicycle später zu ölen, beziehungsweise dem, also vielleicht Sprit oder so. Im entferntesten Sinne, Sprit könnte man das vielleicht nennen. Ah, ich wollte hier den Alkohol reintun, beziehungsweise wollte ich gucken, wie schlimm ich radioaktiv verseucht bin. 20. Dann trinke ich lieber was und esse lieber was. Weil ich mich gar nicht erst auf hohe radioaktive Strahlung einlassen will. Nicht, dass ich das am Ende ganz vergesse und dann erwischt es uns, wisst ihr? Das wäre sehr unglücklich. Alles klar, dann haben wir doch alles wieder verstaut, was wir verstauen wollen, beziehungsweise... Aber wir haben jetzt halt auch das Beil, ne? Das hat 211 Schaden. Also auch nicht viel weniger als dieser Speer. Das ist doch ganz cool. So. Die Pistole heben wir trotzdem auf. Vielleicht können wir die auch eines Tages einfach reparieren. Also benutzen werde ich sie jetzt zumindest nicht in nächster Zeit. Sondern wenn, dann hoffe ich, dass man sie reparieren kann. 62 Energie, wir brauchen 25 für einen Weg, das reicht. Dann rennen wir jetzt hin und zurück, öffnen die Boxen und dann bin ich für heute wahrscheinlich mit dem Spiel erstmal durch. Dann mache ich eine Pause. Das erste Video, also das ich gestern aufgenommen habe, ist tatsächlich in 8 Minuten online. Es ist gerade 19.52 Uhr. Traders Post. Engineers Post. Es ist so viel los, ne? Es ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Warehouse Run. Es hieß ja, dass in gelben und in roten Zonen ich für diese Jared Biological Samples suchen soll. In dem Warehouse ist es ein gelbes Gebiet, waren Jareds. Aber anscheinend scheinen diese Events nicht dazu zu zählen. Ich trinke übrigens gerade The Real Cola bei Booster.
Ich habe ewig keine Cola mehr gekauft. Trinke eigentlich eher keine Cola. Momentan trinke ich viele Smoothies. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt in der Aufnahme. Aber die Cola schmeckt mir tatsächlich momentan am besten. Problem. Ich habe davon schnell Sodbrennen. Ich darf nicht so viel davon trinken. Generell Mate Cola, also Mate Cola, aber das ist halt nochmal was anderes, weil das ja so, ne, Mate und Cola ist. Gehört zu meinen Lieblingsgetränken. Ich freue mich schon, Ende des Monats habe ich Besuch von meinen Kollegen. Und da wollen wir jetzt auch auf jeden Fall einen Kasten Mate Cola holen. Wird eine richtig gute Zeit. Ich freue mich da mega drauf, ey. Wird sehr cool. Bestimmt sehr cool. Genau, mir tun es halt Handygames gerade extrem an. Ich hoffe, dass Wasteland Survival endlich das Update bringt. Ich habe heute ein bisschen da eine Base nochmal gelootet. Muss ich gleich nochmal machen. Stimmt, ich bin glaube ich... Oh ja, muss ich unbedingt gleich mal machen. Mach ich noch schnell gleich nach der Aufnahme hier. Aber es macht mir halt mega Spaß. Und das Update soll nicht mehr länger auf sich warten. Das wäre schön, wenn es bald käme. Quest in 11 Stunden. Das ist früh morgens. Warte mal, in 11 Stunden heißt 8, heißt um 7 Uhr. Na, bin ich vielleicht schon wach. Vielleicht mache ich morgen für die Quest direkt. Oder fangen sie an. Ich bin halt morgen auf dem Weg zur Uni mit der Tram und so. Da weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht ein bisschen aufnehmen will. Und bin nur abends weg. Vielleicht habe ich sogar Zeit, um Handy zu zocken. Und dabei aufzunehmen. Es ist immer noch ein Unterschied, ob ich einfach nur Handy spiele oder ob ich dabei auch aufnehme. Das macht nochmal einen großen Unterschied. Hatte ich hier nicht nochmal Pilze gefunden? Ich habe doch irgendwann mal Pilze mitgebracht. Wo habe ich die denn hingetan? Hä? Ach, hier. Das war doch der Run, wo ich dann einfach Nein. Ich dachte jetzt, hier sind Pilze drin. Habe ich nicht bei irgendeinem Farmen mal Pilze mitgenommen? Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Ah, nee, die habe ich sofort, die habe ich schon ins Lagerfeuer getan. Alles gut, weil ich habe im gleichen Run nämlich auch Fleisch bekommen. So. Genau, wichtig, dass ich das da drin lasse, wenn ich nicht will, dass das Fleisch zu normalem gebratenem Fleisch wird. Ich mache lieber das bessere Essen. Vielleicht wäre Pilz und Fleischgericht jeweils besser, wenn man das einzeln hat. Also jetzt von den Healing. Aber vom Inventarplatz, wenn ich unterwegs bin, will ich ja nicht zwei Essen mit haben, sondern ein Stack von einem Essen und der reicht dann für alles, was ich brauche. Steht da die Theorie dahinter? Und deshalb, genau. Ich lagere jetzt nur schnell noch Sachen ein und dann öffnen wir die Kisten und dann sind wir auch schon für heute glücklich und zufrieden. So, einlagern. Da hätte ich gern alle Boxen, die wir heute so verdient haben. Mal gucken, was in diesen Special Reward Chests drin ist. Boah, wir haben aber ganz schön viel Sachen zu öffnen. Wir fangen an mit der Händlerbox. Oder nein, mit der kleinsten. Haben wir hier kleine Kisten? Small Chest of Tenacity. Wir fangen mit einer Small Chest of Tenacity an. 75 Gold und so ein Kit. Das ist schon mal nett. Was gibt uns denn der Händler? Ich meine, er hat 6 von diesen Teilen bekommen. Sweet. 5 Kuchen, 10 Bandagen und 2 Kits. Nice. Was haben wir hier? 150 Gold, 20 Messer und Öl. Alles cool. Das ist schon mal bisher ganz solider Loot. Da will ich mich gar nicht beschweren. Da bin ich sogar recht zufrieden mit. Nice. Ich habe überlegt, ob ich die Armor Repair Kits zur Armor tue, aber lass mal hier. Okay, geht's weiter mit der nächsten Kiste. Wir öffnen die nächste blaue. Und hier drin haben wir Nägel und dieses andere Zeug, was man in der Schmiede macht. Sehr schön. Wo weniger Scrap Metal. Und nochmal Nägel und Fäden. Und jetzt öffnen wir mal die Kiste hier. Und da, ich meine, das hat uns 600 Gold gekostet. Das ist jetzt bitte auch was drin. Wir kriegen ein bisschen Gold zurück. Wir haben auch hier ganz interessante Teile bekommen. Was ist das denn? Engine Spare Parts. Wreckage of Pre-War Machinery. Ah. Man baut damit Workbenches. Also Werkbanken, oder? Oder Fahrzeuge. Kanons bestimmt ist das jetzt so auf den ersten Blick. Könnte das etwas Seltenes sein?
Wissen wir natürlich nicht, aber egal. Wir haben noch eine Kiste, die wir öffnen wollen. Und zwar kriegen wir hier... Wir kriegen Waffen. Huhu, nice. Was bist du? Archery Bracer. Increases Bow Damage. Okay. Hier haben wir einen Bow bekommen. 193. 103. Und das macht... Ja, steht jetzt aber nicht, was ist... Ah, hier oben steht's vielleicht. In dem Buff, ich würde gerne auf diesen grünen Arrow hier drücken. Ah, 20% mehr Schaden. Was ist denn das denn? Rechnen wir mal hier 20% drauf. Okay, wir machen also... 212 Schaden. Okay. Komma irgendwas. Und die Schaufel... Okay, 219 Schaden kann man auch mit leben. Alles klar. Und Granaten haben wir auch noch bekommen. Krass. Sehr cool. For free. Beziehungsweise für 600 Gold. Weiß nicht, ob wir das öfter mal machen. Wenn uns das Spiel das... Ich weiß, also wenn das halt immer einen Platz blockiert, wenn man es nicht macht, wird es auf Dauer halt einfach nervig. Ich hoffe, dass das nicht so ist auf Dauer. Wir machen das aber so, wie wir wollen. Wir lassen uns hier vom Spiel nichts sagen, Mensch. Wartet. Wir upgraden nämlich die Kiste, weil sie voll ist. Denke ich, oder? Wir haben alle Ressourcen. Dann können wir sie auch upgraden. Als nächstes kostet es viel zu viel. Aber die Granaten sollen hier noch rein und deshalb kommen sie hier auch rein. Wir müssen mal mit dem Bogen einfach ein bisschen... Die grünen Gebiete können wir, glaube ich, mit jeder Waffe machen. Dass wir die Bögen nicht wegschmeißen müssen, dass wir sie benutzen können. Dann gehen wir mal mit dem Bogen durch die Steppe und gut ist. Also... Wir müssen ja den Speer nicht unbedingt benutzen. Wir können ja auch Fernkampf ruhig spielen. Das macht ja nichts. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, heute zu spielen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich hier wieder das Game morgen früh hoffentlich starte. Wenn ich früh ins Bett gehe, kann ich früh wieder spielen. Wir können jetzt mal gucken, was hier der Händler von uns will. Union Representative. Okay, alles klar. Skippen wir einfach. Ich will nur wissen... Oh, der hat zwei Preislisten. Okay, also... Jewelry, Bugs und Tobacco habe ich alles noch lange nicht. Und Quality Planks für eine Large Box. Handy Andy Pistol. Oh. Oh, vielleicht machen wir das noch. Split. Weil, warum nicht? Eine Large Box. Die kriegen wir nicht günstiger, du. Bist du hier eine Small... Du bist sogar noch eine Small Box hier. Small Box heißt du noch. Okay. Jetzt ist die Frage, wenn hier zwei Händler sind, bei welchem wir vorbei müssen. Mal gucken. Mal gucken, ob in den Notizen irgendwas steht. Weil, das würde ich noch schnell machen, weil wir uns, glaube ich, auch bei diesen Händlern eine Attitude hocharbeiten können. Abandoned Cabin, Besieged House... Nee, das habe ich gesagt, das ist was anderes. Und hier sind jetzt jeweils die Händler. Trader's Post oder Engineer's Post. Ja, ich kann ja nur zum Trader's Post, also versuchen wir es bei dem. Den Engineer's Post, beziehungsweise ich vermute auch Engineer's Post, wenn das Schwierige... Ja, ach so, hier steht's. Engineer's Price, okay. Perfekt. Kann man also auch einfach rauslesen das nächste Mal. Weil das hier, da oben steht's Union Prices. Okay, perfekt. Dann gehen wir da nämlich noch hin. Dann... Genau. If you don't trade with a trader for a while, their attitude deteriorates. Was? Oh Mann, das Spiel will, dass man immer spielt? Ist das denn ernst? Dann hoffe ich aber, wenn man irgendwann eines Tages das Maximum erreicht hat, dass man trotzdem noch mehr Punkte sammeln kann, dass man selbst mal nach einer Woche nicht mehr spielen immer noch voll dabei sein kann. Also, einfach nur damit wir mit dem uns gut stellen können, machen wir beides. Boah. Wisst ihr was? Ich nehme mir jetzt die Zeit, ich weiß, ich habe schon zweimal Tschüss gesagt. Ich nehme mir die Zeit schnell ein bisschen... Liegt hier Scrap Metal bei dir rum? Wenn hier Scrap Metal rumliegt, dann ist das natürlich der Wind des Tages. Sieht leider schlecht aus, ne? Ich könnte die Bäume noch fällen. Oder den Strommast mitnehmen. Aber alles andere sieht schlecht aus.
Alles klar, dann reisen wir mal eben noch schnell mit der bisschen Energie, die wir haben, hier durch die Gegend. Haben wir noch zu essen dabei, um Energie zu erhöhen? Ich denke schon, oder? Weil Jewelry habe ich in der Basis, 3 Stück, da bin ich mir sicher. Und das andere können wir uns safe noch irgendwo zusammensammeln. Hier. Wir rennen jetzt zum Quiet Grove, wobei Iron Wastelands und dann nach Hause. Scrap Metal. Genau, weil guck mal, weil hier steht auch Scrap Metal als tatsächliches Findgut. Bei dem anderen steht Scrap Metal nicht mal da. So, das gibt uns 15 Energie insgesamt. Ja, das ist schon schade, dass ich das ganze Essen jetzt so verpulver, aber ich brauche jetzt ja nochmal Energie zum Abbauen. Oder habe ich nicht dran gedacht, dass ich natürlich jetzt zum Sammeln wieder Energie benötige. Das ist dann ganz schön teuer. Naja, wir gehen ja hier nach in die Base und dann können wir ja was anderes essen, was Energie gibt. Und vom Händler den Weg nach Hause finden wir auch ohne Energie. Weil dann können wir die anderen beiden Sachen direkt noch tauschen. Ich würde das heute direkt einfach mitnehmen wollen. Aber nicht unbedingt mit der Waffe. Die haben wir uns gerade doch erst erhandelt. Sagt man das so? Hier gibt es auf jeden Fall das Zeug, was wir haben wollen. Scrap Metal. 10 Stück brauchen wir, ne? 10 Stück, sagt er, brauchen wir. Kein Problem. So, energiebedingt gehe ich jetzt mal hier rum und schaue eher nach Scrap Metal, das hoffentlich irgendwo am Boden liegt. Während wir den Wolf hier erledigen und danach den Chariot. Wir sind natürlich im grünen Gebiet, sodass die Chariots immer noch nicht das droppen, was sie vielleicht droppen könnten wegen der Quest. Wenn sie überhaupt was droppen müssen oder wenn man sie einfach nur töten muss, das wissen wir bis jetzt nicht. Wir haben es ja noch nicht ausprobiert. Wir waren ja noch nicht in dem gelben Gebiet bisher. Aber ich nehme die alle hier mit. Weil dann ist der Speer auch mal kaputt. Kann ich die Bögen benutzen als nächstes. So, wie viel Scrap Metal haben wir? Ich weiß, wir haben noch irgendwie 1 oder so in der Basis. Aber es wäre ja mal von Vorteil, wenn man mal mit mehr wiederkommt, als man gegangen ist. Versteht ihr? Mal ein bisschen was an Vorräten anlegen ist nicht schlecht. Oh, ein Buddy, den wir durchsuchen können. Aber leider nichts Nützliches gefunden. Pilze ist mir gerade auch eingefallen, müssen wir ja unbedingt mitnehmen, damit wir unser Essen machen können. Beziehungsweise, ich verrenne mich so in dieses Essen, aber ich glaube, es ist gerade das Beste, was ich machen kann, oder? Okay, jetzt sind wir bei der Waffe doch angekommen. Ich kämpfe ein bisschen mit bloßer Faust. Hier ist noch ein Pilz. Weil über Nacht kann dann das Essen fertig. Oh, hier ist noch Metall. Perfekt, jetzt haben wir schon mal das zusammen, was wir für den Händler benötigen müssen, aber wegen der Juwelen nochmal nach Hause. Da muss ich also dran denken. Ja, hier hatte ich doch bestimmt noch Pilze übersehen. Okay, den können wir töten. Bam, 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 bam. Boxfight. Perfekt. Hier war noch Metall. Ich übersehe das einfach. Das ist so unscheinbar. Ich meine, wenn hier schon Holz liegt, dann nehmen wir es auch mit, oder? Was am Boden liegt, sollte man immer mitnehmen. Die Rohstoffe sind einfach umsonst. Die kosten mich nämlich keine Energie. Alles andere kostet ja Unmengen an Energie. Also damit bin ich auch, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so ganz so glücklich. Dass man für jede Aktion Energie benötigt, ist auf Dauer echt, echt nicht so toll. Oh, mein Inventar ist voll. Hätte ich nicht gedacht. Gut, auf zur Base, auf zum Händler und dann für heute Schluss. Dann aber wirklich, ich glaube, ich habe jetzt heute schon 2 Stunden dieses Game gezockt oder länger. Keine Ahnung, ich werde es im Schnitt sehen, wenn ich die ganzen Teile aneinander füge. Genau, weil ich habe vorhin mit einem alten Kumpel geschrieben. Willst du mich veräppeln? Da will ich doch jetzt auch noch hin. Ich meine, immerhin können wir da hin ohne Fahrrad und vielleicht können wir da hin nach dem Trader. Oh, ich glaube, wir machen das alles noch. Dieses Spiel ist gemein, das hält mich so am Spielen. 2 Stunden, 3 Stunden später. Ja, genau, es ist immer so, ich verspreche gar nichts, wie regelmäßig diese Videos kommen. Sie kommen, wenn ich gespielt habe und Zeit hatte, sie zu rendern. Dann kommen sie. Dafür versuche ich, sie auch lang zu halten.
Wenn ich jetzt einen Tag lang mal nur 10 Minuten spiele, dann füge ich einfach den nächsten Tag hinten an. Dass man einfach, wenn sich das hier einer anguckt, sich zurücklehnen kann und auch ein längeres Video sich anschauen kann. Das wäre so die Idee. Was heißt denn dieses Restore Energy Endowment? Okay, das kann man einfach nur kaufen. Das lohnt sich jetzt gar nicht. Ich hoffe, ich bin auch nicht zu laut in meinen Aufnahmen. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich vielleicht echt laut bin. Falls ja, tut es mir leid. Ich nehme halt direkt mit dem Handy auf. Das heißt, ich kann mich im Endeffekt ein bisschen leiser machen. Nur vor Übersteuerung kann ich euch nicht bewahren, wenn dem so wäre. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn es hier laut ist, dann ja. Genau, ne? Bild. So, wie viel? Ah, stimmt, so eine Kiste haben wir noch gar nicht bekommen bisher, oder? Nee. Okay, die hat aber anscheinend die gleiche Größe wie... Nee, die ist richtig groß. Krass. Ich kann sie nur nicht vor der Tür platzieren. Sieht besser aus. Lassen wir es mal so. Oh, ich bin Allergiker und mich juckt es gerade mega eklig im Nacken. Das ist echt nicht schön. Ich kann euch, also Allergie kann ich euch nicht empfehlen. Wer von euch vorhat, mal Allergiker zu werden, überlegt es euch doch einfach nochmal. Der wollte 3, oder? Kann man das nochmal hier irgendwo nachschauen? Nee. Da sollte das Spiel einem dann die Updates eigentlich geben. Das wäre schon, das wäre natürlich das Optimale sozusagen. Nehmen wir das Gras mit. Das können wir noch fix anpflanzen. Hier. Ja. Siehst du nicht, was ich tue? Der wollte doch nur 5 oder will der 10? Habe ich hier noch was? Nee. Der wollte nur 5. Ich bin mir da jetzt sicher. Oder schaue ich in meine eigenen Aufnahme nach? Das wäre die sicherste Variante, weil ich muss ja sonst so oft hin und her rennen. Ich glaube, ich vertraue mir nicht und schaue gleich nochmal nach. Bereite mich aber trotzdem insofern schon mal vor. Jewelry, das. Dann will ich danach in das andere Gebiet reinrennen. Wir müssen was essen und was trinken. Enemies at the shelter. Da kümmert sich ja unser Ding drum. Also unser Turret. Wir brauchen noch viel mehr Energie. Jetzt könnte es reichen. Hallo, Jared, komm hierher. Danke. Man muss die Leute nur einfach zu ihrem Glück zwingen. Okay. Gut, wie gesagt, ich vertraue mir nicht. Und deshalb gehe ich jetzt ganz schnell los. Gehe nicht ganz schnell los. Deswegen beende ich kurz die Aufnahme und schauen. So, nach. Mein kurzer Gedächtnis. Ich hätte mich nicht im Stich gelassen. Es stimmt. 10 von den Metall und 5 von den Brettern reichen. Also lassen wir den Rest auch einfach hier. Auf dieser leeren Flaschen tue ich jetzt mal hier oben in die Kiste. Damit ich mit so wenig Stuff wie möglich wirklich rumlaufe. Genau. Und dann können wir uns jetzt auf den Weg machen zu der, zum Händler, zu dem anderen Event. Und dann laufen wir offscreen zurück und dann bin ich für heute auch fertig. Also das Einzige, was mich vielleicht noch locken würde, wäre es jetzt, wenn der Händler nochmal Sachen hätte, die ich vielleicht gebrauchen kann. Also die ich vielleicht schon habe. Aber ich habe ja auch gar nicht mehr so viele Minuten Zeit. Ich habe da jetzt auch nochmal schnell gefarmt und dadurch ist ja wieder Zeit vergangen. Also im Endeffekt, ich glaube, ist es einfach sinnvoll, dass ich dann auch für heute fertig bin. Ja, wir kriegen jetzt wieder gut Attitude. Wenn das so funktioniert wie mit Levkovic, müssten wir jetzt gleich 500 Attitude pro Handel dazu bekommen. Das wäre natürlich mega nice. Weiß ich natürlich auch nicht. Genau. Nein, wir haben noch viel mehr Attitude dazu bekommen. Das ist ja unglaublich awesome. Okay, ich weiß, dass wir schon mal so ein Bier gefunden haben, aber mehr haben wir auch nicht. Und Jewelry haben wir auch nicht mehr. Also, alles gut. Wir haben nochmal so eine Kiste bekommen, oder was?
Geil. Nochmal eine Kiste, so wie von Levkovic. Oh. Oh. What are you? A powerful hammer. Desert Savage favorite weapon. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das heißt, die Händler haben jetzt auch mindestens sechs Sachen immer für uns im Angebot. Wenn jetzt so ein Händler kommt, ich glaube, dass wir den, ich nenne es jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele Sachen es gibt. Ich nenne jetzt einfach mal 1, 2, 3, ne? 1 ist das Allerniedrigste. 2, 3 sind die höheren, die besseren Sachen. Ich meine, dass wir bei 2 vielleicht oft auch die Gelegenheit haben zu handeln und die richtigen Sachen besitzen. Weiß ich nicht, aber es wäre natürlich cool. Mal gucken, ob uns jetzt hier genau das gleiche erwartet wie beim letzten Mal, weil ja die Chance auf Blau, Gelb und noch dieses andere Zeug ist. Muss es nicht unbedingt gleich sein. Scheint aber so. Dass es einfach das gleiche ist. Okay. Crazy. Und jetzt kriege ich wieder... Oh, Es hat diesmal was anderes gedroppt. Es muss nicht das Gelbe droppen, es kann auch andere Sachen droppen. Das wissen wir jetzt. Und da wir ein bisschen Energie haben, können wir noch den Rest eben... Eben aufmachen, wollte ich sagen. Und dann habe ich gesehen, was wir alles bekommen haben. Crazy Shizzle. Also das hier, diese Events. Wie heißt das? Müssen wir gleich nochmal gucken, wenn wir hier rausgehen. Die müssen wir immer mitnehmen, weil die sind ja, das ist ja ein Geschenk. Das ist ja ein absolutes Geschenk hier. Die Sachen, die wir hier bekommen, kriegen wir ja alle for free in den Popo geschoben, wisst ihr? Habe ich gerade eine Waffe equipped? Nein, doch habe ich, schade. Wobei ich die Throwing Rocks ja nicht brauche. Und dann nehmen wir lieber den Stoff mit. Ja. Achso, wir müssen erst irgendwas in den Slot tun, damit jetzt Platz ist für das Holz. Optimal. Also diesmal war es eins und rotes. Bin ich voll mit zufrieden. Also will ich mich gar nicht beschweren. Nächstes Mal finden wir vielleicht was Blaues, vielleicht was Gelbes, wenn wir da öfter hingehen. Wir müssen zu diesen Events müssen wir echt immer hin. Wenn wir die auf der Karte sehen, das lohnt sich immer, weil das kostet uns gar nichts. Wir kriegen coole Sachen. Oh. Okay, wir können ja jetzt, aber für mich ist jetzt gut. Vielleicht mache ich das heute Abend noch. Ist ja noch 3 Stunden da. Wie viel Uhr haben wir es denn jetzt? 8 Uhr. Vielleicht mache ich das in 2 Stunden noch, weil ich Lust habe. Aber jetzt reicht es mir erstmal. Mein Inventar ist voll, ich habe keine Energie. Ich laufe zurück zum Shelter, regeneriere mich. Wir hätten jetzt ja auch ganz coole Waffen und können es vielleicht nochmal versuchen. Aber das alles später. Ich bedanke mich fürs Zusehen an der Stelle. Wenn ihr Glück habt, kommt jetzt noch gerade was für 10, 15, 20 Minuten und ich gehe nochmal ins Warehouse rein. Aber ich verabschiede mich schon mal, falls es nicht so ist. Und wünsche euch einen schönen Tag. Ja, genau, wie gesagt, vielleicht spiele ich noch. Es sieht nach diesem vielleicht aus. Ich bin zumindest nochmal ins Spiel gegangen, weil ich doch nochmal Bock habe. Ich weiß aber nicht, ob das Event schon vorbei ist, weil ich nicht genau auf die Uhr geschaut habe, wie viel Zeit bis jetzt vergangen ist. Ich mache das jetzt aber folgendermaßen. Crafte mir von diesen billigen Bandagen erstmal 10, 20 Stück. Die sind dann direkt im Inventar, optimal. Die Axt sollte lang genug halten. Einen Hammer benötige ich ja jetzt erstmal nicht. Den tue ich jetzt aber mal hier hin. Den werde ich hier schon wiederfinden. Dann ist wichtig, dass wir Essen mitnehmen. Das hat zwar Radioaktivität plus 2. Das hat nämlich aber den mit, weil den können wir eh stecken. Da finden wir normalerweise was von. Einen Bogen will ich jetzt nicht in dem Dungeon mitnehmen. Warum schießt der denn? Oh Mann. Ich habe gerade auch eine meiner Kisten noch geupgradet, wie ihr hier sehen könnt, weil die so gut, also die ist jetzt quasi voll. Wir haben ja diese Kamera gefunden. Ich denke, das sind einfach Sachen für die Händler. Hier, das können wir bestimmt da unten benutzen zum Reparieren und so. Aber das Allermeiste ist für die Händler. Apropos da unten. Ich schaue mal schnell im Basement, was wir hier nochmal alles reparieren können. Da war ja die Upgrade... Ach, die haben wir schon. Level 1 und hier steht Upgrade Bench Output. Okay. Upgrades Bench Output. Ich glaube, die Sache ist die. Wir können das alles machen. Wir können auch die krassen Sachen schon reparieren. Jetzt, oder upgraden. Aber wir brauchen für die krassen Sachen krasse Kits. Hier. Das ist nämlich dann ein rotes Kit. Ich glaube, das haben wir vorhin übersehen. Das war, glaube ich, vorhin das Problem. Genau, hier für die krassesten Sachen brauchen wir beispielsweise dieses Kit.
Hatte ich die beste Hose? Nee, ich hatte nicht die beste Hose. Was hatte ich denn für eine Hose? War das die hier? 260, ne? Das heißt, hier hätten wir so ein Kit benötigt. Also, das heißt, wir können unsere Waffen, die wir haben, und unsere Armor einfach upgraden. Weil das ist das Beste, was wir rauskriegen. Also, das hier ist die beste Armor. Und die ist auch gar nicht schlecht. Ich meine, 210 Armor ist voll gut. Das ist doch das, was ich sogar hatte. Ja, dann machen wir unsere Armor jetzt besser. Also, für den Dungeon auf jeden Fall. Ah, das dauert dann aber 10 Minuten, ne? Das heißt, wir bereiten uns dann fürs nächste Mal vor. Ich tue da jetzt Armor rein. Dann haben wir die fürs nächste Mal zumindest ready. Okay? Also jetzt habe ich das erst verstanden. Ich habe mir das jetzt mal eben hier angeschaut. Wir können 3 Waffen und 3 Armor verbessern. Was für eine Waffe wollen wir denn? Also, genau, das hier ist ja auf jeden Fall not enough resources. Haben wir nicht hier Stoff produziert? Jawohl. Dann haben wir auch enough resources für einen Hobotop. Und jetzt ist die Frage, 50, 40, 45, das wäre wahrscheinlich das Beste noch. Und wenn wir könnten, dann... Aber alles andere können wir gerade nicht craften, alles klar. Na gut, dann gehen wir da jetzt runter. Ich meine, wir können eh, glaube ich, nur eins upgraden, ne? Genau, mich würde halt interessieren, ob die Sachen dabei ihre Haltbarkeit wieder gewinnen. Und deswegen benutze ich einfach mein... Oh, das ist eh voll. Ach nee, das habe ich gerade gecraftet und ich hatte keins an. Das heißt, wir sind jetzt ohne unterwegs, aber das macht nichts. Hobo, Armor Upgrade. Das dauert nur eine Minute. Ach, die Zeit können wir warten. Gut, dann warten wir jetzt hier die Minute ab. Ich gehe aber nochmal kurz raus und gucke, ob das Warehouse überhaupt noch da ist. Weil das wäre jetzt ja das Ziel. Wo haben wir plötzlich so viel Energie her? Regenerieren wir doch Energie, wenn wir hier in der Base sind? Und online sind? Na, muss ich mal... Ich glaube schon jetzt. Ich glaube, wir haben gut regeneriert. Kann sein. Würde ja auch irgendwie Sinn ergeben, ne? Aber wir haben sogar noch... Ja, dann haben wir ja genug Zeit. Eine Dreiviertelstunde und wir haben viel Energie. Dann können wir uns jetzt richtig gute Rüstung craften. Also richtig gut in Anführungsstrichen, aber ich glaube, das reicht aus. Ich meine, das Warehouse ist schließlich... Kann man von Anfang an spielen, dann sollte es auch möglich sein, dass man spielt. Für die Sachen, die man da bekommt, ne? Das wäre ja irgendwie blöd sonst. Gut. Ja, wir haben ja schon Rüstungsteil. Ich gehe nochmal runter. Ich will mich genau schauen, welche Waffen denn hier wirklich möglich sind. Und wenn das fertig gemacht ist, dann können wir direkt das nächste reintun. Okay. Ne, da will ich jetzt ja schauen, ob das... Also dann ist es halt nicht ganz full. Aber ich kriege in dem Warehouse ja auch wieder was Neues. Ich will wissen, ob es wieder voll aufgeladen ist. Ob wir damit Sachen indirekt quasi reparieren können. Wir können halt einen Bogen, wir können eine Schaufel. 219. Speer. Ah, Makeshift Spear. Ich glaube, damit haben wir bisher auch immer gekämpft, oder? Haben wir das? Sharpener River. Ich glaube, sowas können wir auch schon craften. Sharpener River. Oder ein Steel Knife. Können wir ein Steel Knife, können wir da die Basis für craften oder so? Ah, hier, normales Knife benötigen wir dafür. Haben wir sowas in unserem Sortiment? Ich schau mal nach. Kann ich gerade nicht aus dem Kopf sagen. Wir haben so ein Messer, wir hatten das mal, ne? Das haben wir schon benutzt. Das haben wir leider schon benutzt. Was für eine Waffe habe ich denn? Achso, ich habe gerade die Schusswaffe. Weil wir können ja auch hier Sharpened Rubber machen. Ja, machen wir das, komm. Weil ich glaube, dass wir die upgradete Version davon sowieso momentan immer zum Kämpfen hatten, oder? Take. Und dann hoffen wir, dass das funktioniert. Ja, optimal. Eine Minute ist ja gar nichts. Das ist ja wirklich hier hingehen, machen. Dauern die besseren Sachen später auch nur eine Minute? Die brauchen alle nur eine Minute. Gut, das heißt, wenn man die Sachen hat, dann ist man hier maximal 10 Minuten beschäftigt für alle Sachen. Oder 8 Minuten, weil alle Rüstungsteile und alles brauchen ja ein bisschen. Actually, es wurde repariert. Das bedeutet, unsere Hose ist das mit dem nächsten. Dann können wir nämlich auch noch unsere Hose verbessern. Wir müssen ja gar keine neue craften, wenn wir schon eine besitzen. Perfekt, perfekt. Oder wir reparieren ja mit unserer Bandana, wobei wir dann weniger Rüstung haben als... Na, das lohnt sich nicht. Ich habe lieber mehr Rüstung und mache mir einfach noch ein Bandana. Wobei die 35 Rüstung können wir auch 3 pfeifen. Wir haben gerade einfach wenig Stoffe. Wir müssen da mal los so ein bisschen Fasern sammeln. Beziehungsweise wenn wir Gegner besiegen, droppen die ja auch ab und zu mal Stoffe. Also ich glaube, da kriegen wir noch was zusammen. Wir warten jetzt hier die Zeit ab.
Eine Waffe reicht ja, wenn wir die geupgradet haben. Und dann wollen wir noch ein Rüstungsteil mitnehmen. Und zwar wollen wir unsere Hose noch repariert haben. Also verbessert haben. Das ist natürlich cool. Und dann verstehe ich auch, wie man diese Sachen schaffen soll. Weil jetzt haben wir dann eine Rüstung, die ja plötzlich viel stärker ist. Also das Teil hier ist sowieso nice. Quality top. 210, dann haben wir hier noch 150 mehr und die Hose müsste auch nochmal 140 oder so bestimmt geben, oder? Wird mir das schon angezeigt? 170, ja 170 sogar. Warte mal, die Hose hat mehr als das T-Shirt. Moment, da müssen wir uns nochmal die Blueprints anschauen. Kann man hier kann man hier gucken, was die an Rüstung geben? 100, okay, die geben nicht mehr. 120. Weil die Hose ja von der Basis her gibt die nur 45, das T-Shirt aber 50. Und die Hose wird besser geupgradet als das Shirt. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn wir also mal nur eins von beiden machen können, dann upgraden wir die Hose und craften uns ein normales Shirt. Immer in der Reihenfolge. Und das andere Teil ist sowieso hier. Was ist das hier genau? Das ist unser Top. Das ist sowieso nochmal viel besser. Gut, mehr können wir nicht machen, beziehungsweise Schusswaffen waren hier nicht dabei, die man craften kann. Nee, Nahkampf. Ja, Bogen halt. Die Frage ist, wenn ich diese... Ah, guck mal hier. Boomstick. Da brauchen wir dann aber schon Survivor's Kit Arms Upgrade. Alles klar. Und dann können wir auch die Waffe hier, guck mal. Survivor's Kit Upgrade. Aber sowas haben wir nicht gefunden, oder? Ich meine, ich gehe jetzt mal hoch. Die Hose ziehen wir uns an. Mega nice. Mega nice. Das habe ich einfach random entdeckt jetzt. Und das macht mich voll glücklich. Weil das hilft natürlich enorm weiter. Ja, unsere Energie ist jetzt auch wieder voll. Das heißt, demnächst muss ich einfach mal in die Base und hier ein paar Sachen machen. Oder mal die Zeit einfach nur totschlagen, wenn gut ist. Ja. Und dann sind wir hier wieder ready. Cool. Das Shirt lassen wir mal hier. Ja, wir haben hier die ganzen Waffen bekommen. Hier so eine Schusswaffe halt auch nochmal. Hier haben wir auch noch eine Boomstick. Ich glaube, dass wir... Was ist das für eine Waffe? 233? Ich meine, die wir uns selber gecraftet haben, haben wir uns selber gecraftet und die nehmen wir natürlich mit. Gar keine Frage. Aber leider sieht es so aus, als hätten wir noch keine besseren. Dann müssen wir wahrscheinlich in gelbe oder in rote Gebiete, dann finden wir auch bessere solche Sachen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Aber bis dahin sollen es Speer und diese Waffe hier tun, die sogar weniger Damage macht, aber hoffentlich schneller schießt. Das ist meine Hoffnung. Genau, dann sollten wir noch was trinken, bevor wir losgehen. Und auch ein Happen Essen. Ja, Essen haben wir ja auch dabei. Wird hier noch was produziert oder ist das Holz ausgegangen? Oh, guck mal, einer schau. Dann haben wir auch Essen dabei. Nice. Und, ach so, wir haben ja hier Essen, ne? Wir haben ja hier Essen. Das ist perfekt. Ja, auf ein neues Abenteuer. Und jetzt wissen wir auch, dass diese Teile, die wir finden, nice sind, dass wir sie sofort benutzen können und uns für solche Dungeons und so dann die bessere Rüstung aufheben, weil in den normalen Gebieten brauchen wir die nicht. Da kommen wir ja easy klar. Da heilen wir uns lieber mal ein bisschen mehr oder so. Keine Ahnung, das ist ja jetzt alles kein Problem gewesen. Genau. Und ansonsten einfach darauf achten, dass wir die Kits benutzt haben und dann auch die Rüstung dabei haben. Also als nächstes könnte man sich dann die Schuhe verbessern. Und wir können halt auch kaputte Rüstung quasi aufheben für die nächste Gelegenheit, wo man hier hin muss. Dann repariert man die Schuhe damit direkt, dann hat man sie besser benutzt, ne? Also hat man sie sinnvoller benutzt, so meine ich das. Okay, die 7, also wir hatten voll Glück, dass er das für einen verkauft hat letzte Runde. Okay, das ist natürlich ärgerlich, dass er immer dieses Geld haben will, das haben wir nämlich nicht. Das Zeug können wir auch noch nicht. Ich glaube, das droppt hier auch nicht. Das weiß ich aber nicht. A very uncommon. Okay. Can be obtained in the warehouse. Also sollten wir hier bekommen können. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir 6 Stück bekommen, aber ich würde immer auf 6 Stück warten und dann erst mit dem traden. Ansonsten ist das, glaube ich, blöd. Hier müssen wir halt Geld finden. Wir gehen jetzt los. Wir starten. Die Bandagen sind schon mal nice, die können wir gerne mitnehmen. Energie haben wir ja gerade erst regeneriert, das heißt, wir kommen hier easy durch die Türen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Axt auch reicht. Die kommen mir hier direkt entgegen. Nettes Empfangskomitee. Dann hauen wir die mal weg. Dann heilen wir uns und dann nehmen wir den nächsten Schwung, Gegner mit.
Tu mal dieses zwischendurch heilen. Ich achte nie auf meine XP-Bar, ne? Aber es wäre natürlich optimal, wenn man auf die XP-Bar achtet. Dann geht es einem besser so, weil dann muss man nicht so viel Heilung verschwenden quasi. Ich glaube, es ist nicht easy jetzt, ne? Aber ich glaube, wir machen es uns jetzt doch deutlich leichter. Da musste ich meinen Angriff abbrechen, um mich vollkommen auf die Nase zu bekommen. Die Waffe hier ist halt extrem langsam. Also die ist wirklich langsam. Der droppt meistens eine Bloody Tear, genau, das ist gut. Dann liegt immer hier rechts bei dem Körper der Schlüssel. Dann, genau, spawnt ihm, wenn man den Schlüssel... Ach genau, wenn man den Schlüssel nimmt, spawnt er schon eine Wave. Stimmt, das habe ich vergessen. Beim Schlüssel aufnehmen, spawnt er schon wieder eine Wave. Ich finde es schade, dass die nichts droppen. Dass die mal so eine Bloody Tear droppen würden, wäre natürlich nice. So, ich weiß nicht, ob man beim Türzerschlagen eine Wave pullt. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube man nicht, ne? Nur wenn man die Kisten öffnet auf jeden Fall. Ich glaube immer wenn man halt eine Aktion macht, bei der man was bekommt quasi. Genau. Das heißt, die töten wir. Ohne Probleme. Und wir machen die gleiche Strat wie immer. Wir rennen dann einfach zurück, wenn die kommen. Also wenn die zu dritt da wieder spawnen, rennen wir zurück und polen dann erst wieder die beiden. Also wir gehen aus dem Gebiet raus und polen nur zwei. Hat ja keinen Zweck, da unnötig unser Leben zu verlieren. Die können wir jetzt öffnen. Dann sorgen wir dafür, dass wir freies Feld haben. Um deren Super-Attacks zu dodgen. Die gar keinen haben. Okay, alles klar. Die haben wir keinen. Okay, ja, looten tun wir jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob hier auch schon was spawnt. Oder ob nur spawnt, wenn man eine erste Sache in jedem Raum öffnet. Das kann auch schon sein. Hier will ich auf jeden Fall die Kiste direkt öffnen. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Okay, perfekt. Das hat schon mal funktioniert. Hat unser Charakter gerade gesagt, dass er Essen benötigt? Das können wir ihm gerne geben. Kein Problem. Ich habe ja was dabei. Hast du Hunger? 25. Ja, kannst du was essen, da regenerierst dich noch ein bisschen hier. Also mal fast wieder full life. Wie geht's Rüstung und Waffe? Ja, die Waffe, klar, die nimmt ein bisschen mehr mit, aber das Gute ist ja, von den Waffenkits brauchen wir auch immer nur eins pro Run. Weil, genau, und dann können wir direkt wieder zwei neue Waffen machen. So, und von den, die Armor hält richtig lange, habe ich jetzt festgestellt. So, jetzt müssen wir warten, genau, da kommen sie nämlich angerannt. Und das ist perfekt. Und der eine war sogar recht, hatte nur sehr wenig Leben. Das ist zu meinem Vorteil. Da haben wir einen kritischen Hit oder so gesessen. Ich würde den jetzt einfach mit dem Speer machen. Ich glaube, wir brauchen gar keine Schusswaffe. Übrigens spannend, ne? Wir besiegen den jetzt zweimal in diesem Dungeon. Und der hat beim ersten Mal nur die Hälfte der Leben, wie beim zweiten Mal. Also der ist hier doppelt so viel Leben. Und der setzt uns auch gut zu. Aber wir haben ihn besiegt und kriegen unsere drei Bloody Tears und auch andere Artefakte. Okay. Freut mich sehr. Warte mal. Nein! Der Double Bloody Tear. Der hat die Double Bloody Tear gedroppt. Das glaube ich nicht. Das ist ja mega krass. Willst du drei oder willst du mehr? Du willst wahrscheinlich mehr haben, ne? Boah! Nice! Schön. Ja. Da sag ich nicht nein, du. Da sag ich nicht nein. Da ist die Attitude auch gleich noch höher. Jetzt können wir mal alle durchsuchen und looten, ne? Jetzt können wir hier erstmal alles öffnen, in Ruhe. In Ruhe. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Und dann kommen wir nochmal her und nehmen nochmal alles andere mit. Was wir nicht mitnehmen konnten. So, hier haben wir gar nicht geguckt, ob wir was nehmen können. Nee, aber da ist auch wieder ein Kit dabei. Also ein Kit scheinen wir hier immer fast garantiert zu bekommen. Das ist gut. Okay, nichts Sinnvolles gefunden. Die hat meistens einer immer Fleisch und einer hat ein paar, genau, hat einen Sack und hat ein paar Rohstoffe. Okay, der diesmal hatte Tomatensuppe. Nee, der hat Fleisch. Okay, da können wir auch nicht looten. Das können wir aber schon mitnehmen. Wir sind echt ein bisschen low, ne? Aber ich bin ja gleich im Shelter. Da können wir dann ja ein paar Sachen wieder
mitnehmen. Jetzt weiß ich nicht genau. Warte mal, wir zählen mal durch, wie viele Sachen hier noch herumliegen. 2, 3, 4, 5, 6, weil da war was, was man stacken kann. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann können wir genau mit leerem Inventar alles hier looten. Aber das ist natürlich mega nice. Ich habe mich gewundert. Ich sag Take All und dachte, ja, ich habe eine Bloody Tier, der stackt das nicht. Und dann waren es 3 Double Bloody Tiers. Cool. Da kommt man dann direkt Abandoned Cabin. Warte, war das nicht das, wo wir immerhin... Nee, das ist wieder was anderes. Ich kann die Sachen noch nicht so gut auseinanderhalten, die hier so passieren. Wir gehen jetzt zurück zum Shelter, dass wir uns kurz regenerieren. Unsere Rüstung hält noch 3 Runs oder so. Und wir haben uns mit 12 Bandagen hochgeheilt. Und wir sind ein Level up gehabt und waren trotzdem full up. Das heißt, wir werden auch nur nicht mal 20 Bandagen, das sind die billigsten Bandagen, die es gibt, ne? Wir werden nicht mehr brauchen. Vielleicht 15, weil ich habe ja auch noch was gegessen oder so, aber genau, insgesamt läuft es gut. Wir müssen jetzt halt schnell unsere Sachen rein in die Kisten bringen und dann nochmal hin, weil das ja bald despawnt. Und genau. Okay. Ich habe es fast geahnt, dass das wieder was kommt. Aber ich kümmere mich da gar nicht drum. Man muss da nur einmal hin und den pullen. Und dann passiert der Rest zum Glück von selbst. Die Kiste möchte ich natürlich auf jeden Fall noch öffnen in dieser Aufnahme. Klar, was auch sonst. Bandagen haben wir jetzt auch schon ganz schön viele. Also von diesen besseren Bandagen, ne? Die hier meine ich. Sind etwas besser. Doch ganz nett. Hatte die gerade keine Haltbarkeit oder kam mir das nur so vor? Sah für mich irgendwie einen Moment so aus. So, das möchte ich aber so haben. Was habe ich gesagt? Ich muss mein Inventar fast leer haben, ne? Ja, dann sollte ich auch wirklich alles lagern irgendwo. Nicht, dass ich am Ende nochmal los müsste, weil ich irgendwas nicht mitnehmen kann. Beziehungsweise Sachen da lassen muss, nur weil ich keinen Platz im Inventar dafür habe, weil ich zu blöd bin, vorher alles leer zu machen. Das wäre einfach nur ärgerlich. Ich habe zum Beispiel die leeren Wasserkannen mitgenommen, die ich einfach hier rein hätte tun können. Und den können wir jetzt hergehen, was trinken und die anderen auch noch da rein tun. Und den Rest tun wir in die Kiste, weil wir brauchen die ja zum Schmieden. Also das ist ja eine interessante Mechanik. Open! Ja, mal, das war jetzt schon die nächstbeste... Wir können noch mehr Armor upgraden, oder? Ist das Armor Upgrade Kits? Ja, kommen wir nicht drum rum, oder? Kommen wir ja nicht drum rum. Ah, okay, das machen wir aber... Warte mal, eins nach dem anderen. Also, ich habe ja hier eine Kiste. Wir machen jetzt einfach Put All. Die kann man nochmal upgraden. Boah, die braucht aber auch Stuff, ne? Ich glaube, das hier sind bessere Tücher und sowas. Aber Eisen weiß ich auch nicht, wann wir das kriegen. Alles klar, jetzt ist unser Inventar nämlich leer und dann können wir jetzt los und können nochmal hin. Die Sachen holen. Unsere Energie reicht nicht ganz. Ich glaube nicht ganz. Aber wir brauchen 2-3 Energie mehr, um damit es voll wäre. Dann kommen wir zurück, dann craften wir uns die Rüstung und dann legen wir die Rüstung in eine Kiste. Sehr nice. Also, zwar haben wir noch nicht Upgrade-Dings für bessere Sachen bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir da einfach noch eine höhere Attitude, die nächste Handelsstufe sozusagen für die Leute. Aber wir haben schon mal eine volle, aufgerüstete Rüstung. Und damit sind wir dann, glaube ich, auch in der Lage, in schwierigen Gebieten gut zurechtzukommen. Also hier zum Beispiel eine volle Rüstung, da fühle ich mich einfach dann wohl. Fühle ich mich auch recht sicher. Okay, that's a rare... das Upgrade-Kit, sagt er. Ja, das ist ziemlich nice. Ich bin da informiert, du. Und auch die anderen Sachen, die wir hier finden, ich meine, es ist so, ne, warum gehst du dafür zurück? Du könntest ja auch nur die wertvollen Sachen holen. Also am Anfang des Spiels hier ist für mich auf jeden Fall alles wertvoll. Und generell, alles, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Hier ist halt gerade schade, dass er immer dieses Geld haben will, weil wir zum Beispiel diese Teile, 2 Stück haben wir einfach ohne Probleme, glaube ich sogar aktuell. Aber soweit ich weiß, haben wir kein Geld.
Und er will halt so viel Geld und ich weiß gar nicht, wo wir das kriegen können. So, used to ban jetzt. In Trade Union. So. Aha, okay. Yellow and Red Danger Zones. Ich meine, die Yellow Zone sollen wir jetzt sowieso als nächstes. Und wenn wir da irgendwie eine Möglichkeit haben, das ganz gut oder konstant zu finden, dann können wir das auch mitnehmen. Ich weiß halt nicht, ob wir in die Yellow Zone auch lieber mit der verbesserten Rüstung sein gehen wollen, aber das werden wir noch sehen. Ach, ich hatte doch genug Energie. Ich dachte, wir brauchen 25 für einen Weg, aber es sind nur 23. Okay. Wir müssen mal diesen Artifact Identifier bauen. Ich guck da gleich mal im Keller, was wir dafür benötigen, weil im Keller wollen wir ja sowieso nachschauen. Wir wollen ja da auch die Sachen verbessern. Genau, ich habe mich ja damals für den entschieden, erst das Ding zu bauen, womit wir upgraden können, weil wir das Artefakt-Untersuchungsding noch nicht gebrauchen können aktuell. Also weil das noch nicht, weil wir da Sachen benötigen, die wir gar nicht hatten zu dem Zeitpunkt. Vielleicht haben sich ja ein paar Sachen davon mittlerweile angesammelt. Und wir können dann weitermachen. Werden wir sehen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir hier Stück für Stück Sachen sammeln und so. Fleisch und Suppe. Ich kann auch wieder Tomatensuppe machen. Oder schauen, was ich hier alles produzieren kann. Meat and Potatoes. Pan-fried Potatoes. Wir können sonst halt, glaube ich, mit Tomaten nämlich nicht viel anderes anfangen. Cannot upgrade. Okay, nee, das ging ja noch gar nicht. Außerdem steht da auch, dass man ein hohes Level benötigt. Also das müssen wir gar nicht versuchen. Müssen wir gar nicht... Oh. Hätte ich mal längst schon abholen können, ne? Fünfzehn. Und dann machen wir noch Holz. Split. 10 lassen wir hier. Und dann machen wir... Das wird jetzt über Nacht wahrscheinlich nämlich nicht fertig. Weil wir kein Holz haben. Und deshalb machen wir hier mal Holz fertig. Alles klar. Dann hätte ich gerne alle Kits, die wir gerade haben. Alle Kits, die wir gerade haben. Oh, wir haben schon 20 dieser Ölteile. Wo sind denn... Ach, das sind alles Armor-Kits. Hobos Arms Upgrade-Kits. Und wo sind die anderen? Moment mal. Haben wir jetzt hier die... Ach so. Alles gut. Ich dachte nur gerade, wo ist das hin, das Zeug. Aber es ist hier. Und wir haben noch einen Sack gefunden. Ja, wir brauchen halt nur diese... Also wir brauchen halt diese Achse noch. Da haben wir ja gar nichts. Schuhe und Dings wollen wir upgraden und dabei im Keller gucken, was wir so brauchen. Okay. Geht klar. Dann gehen wir hier runter. Your weapon, your armor. So. Achso, diese Mikrochips haben wir noch nicht. Leather können wir wahrscheinlich irgendwo herstellen und hierfür brauchen wir 5 Stück. Okay, ich glaube, ich hole einfach mal alles, was wir schon haben. Denn je eher wir das Ding... Also dann haben wir schon mal ein paar Sachen fertig, so. Oder kann ich irgendetwas craften, wofür ich jetzt unbedingt Sachen benötige? Ja, Artifact Identifier, der steht ja unten. Oh, ein Healer's Table wäre auch mal interessant. Das könnte, glaube ich, gut sein für bessere Sachen halt. So, also. 3 davon benötigen wir. Davon alles. Bin mir nicht mehr sicher, ob das auch da drin war. Dann ein bisschen Scrap Metal. Und Planks, aber die tun wir erst rein, wenn wir sie haben. Also wenn wir da Überschuss haben und mal ein bisschen gelootet sind. Genau. Ach genau, diese eine Artefakt-Dinger noch, ne? Ohne Ende Klebeband brauchen wir auch. Nägel brauchen wir auch. Wire haben wir ausnahmsweise sogar schon genug von. Okay, diese Artefaktteile brauchen wir noch. Ah ja, okay, ich weiß. Bandana.
Vielleicht, man könnte auch meinen, ja, du musst doch nicht jetzt da alles upgraden oder so, ne? Benutzt doch die Upgrade-Kits nur für die Rüstung, die besser ist. Du brauchst doch nicht die komplette Rüstung. Ist auch so ein Gedanke, den ich habe, aber ich meine, wir haben das Zeug, warum sollen wir es nicht benutzen? Und wenn dieses Warehouse ist ja jetzt echt oft gespawnt im Laufe des Tages, da mache ich mir mal gar keine Gedanken, dass das nicht noch öfter passiert. Können wir den gerade nochmal craften? Nee. Wir haben keinen Stein, das ist natürlich ärgerlich. Wir haben echt keinen Stein dafür. Okay, was bist du? Alkohol-Wipes, keine Ahnung. Aber euch tue ich mal zum Medical Stuff. Der will immer da hinten zum Fahrrad. Ich weiß nicht, was ich mache. Ne? Du bist jetzt Medical Stuff ab heute. Kann ich, habe ich gerade Rohstoffe, um eine ganz normale Axt zu craften? Weil dann möchte ich gerne meine Crafting-Werkzeuge alle wieder hier zusammensammeln. Wo auch immer ich die zuletzt hingetan habe. So. Ja. Dass wir keinen Stein haben, aber ich würde mir die Waffe gerne ein zweites Mal machen. Weil mit der können wir auch ruhig ganz normal rumlaufen. Also. Auch mit der Rüstung. Ich will da jetzt nicht. Jetzt, wenn ich schon. Ich will jetzt in die gelben Gebiete das nächste Mal gehen. Und dann sollte ich, glaube ich, auch einfach das maximal mögliche an Rüstung tragen. 750. Steht ihr dann, wie viel das in Prozente oder so? Nee. Depends on equipment. Ja, ist mir klar. And skills. Okay. A slot for equipment and gadgets. Stimmt, da können wir ja beispielsweise den Bogen verbessern. Wenn wir mit einem Bogen kämpfen würden, wäre der stärker. So. Where to look? Duct Tape kriegen wir in den grünen Gebieten. Gear kriegen wir hier. Zero Spark kriegen wir in Scotland, also in den gelben Zonen. Und Leather. Ah, genau, können wir einfach craften. Nails können wir craften oder halt finden. Chips, wir müssen einfach mal in die gelben Zonen gehen. Wir kriegen dann, glaube ich, unser ganzes Zeug zusammen. Die Planks sowieso. Ach, guck mal, und die Rams kriegen wir in den grünen Gebieten und die haben wir auch schon. Das heißt, es ist jetzt perfekt, in die gelben Gebiete rüber zu gehen, außer Duct Tape. Das wird, glaube ich, noch dauern, weil ich glaube, das haben wir auch hier für andere Sachen benutzt, oder? Nicht für Rüstung? Ich dachte auch für Rüstung. Genau. Equip a skilled. Könnte ich das theoretisch irgendwann auch mal upgraden? Hunter's Necklace? Nein. Aber da stand, das würde mein Leben erhöhen. Boah, das erhöht die Leben aber. Aber richtig gut. Ah, dafür waren diese Wolfzähne da. Ja, gut, dass wir die immer mitgenommen haben. Das ist cool. Ja, sehr gerne. Irgendwann mache ich auch mal diese Sleeping Bags, wenn man dann wohl schön, sich besser, schneller recovert. Aber da brauche ich, die muss ich erstmal bauen. Weiß nicht, ob man sich dann richtig hinlegen kann oder muss oder so. Wir haben auf jeden Fall viel gemacht. Oh, das increases recovery rate in the shelter. Da können wir mal ein bisschen Deko-Sachen dann aufbauen, um unsere Regeneration zu erhöhen. Hier müssen wir mal ein paar Steine sammeln, dann können wir da wieder einen neuen Speer craften. Unser ist ja schon bald hinüber. Ich denke, wir sollten dann zumindest irgendeine stärkere Waffe dabei haben, dass im Falle eines Falles dann auch eine nicht meine Farmwerkzeuge als Waffe herdienen müssen. Guck mal, das ist die Waffe, die ich jetzt selber craften kann. Ja, wenn ich die selber craften kann, dann benutze ich sie doch auch. Das mache ich gerne. Wir können auch einen Bogen upgraden und dann Archery Bracer anziehen. Ich glaube, das ist insgesamt dann gar nicht schlecht. Jetzt haben wir erstmal ein Hunter's Necklace und haben mehr Leben. Weiß nicht, ob man das auch doppelt tragen kann, aber das macht unser Leben schon ganz gut weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das Glockenläuten bei mir im Hintergrund hört. Das heißt auf jeden Fall, es ist gerade 11 Uhr und ich gehe jetzt ins Bett. Oder ist es 11 Uhr? Es ist genau 11 Uhr, genau. Ich gehe jetzt ins Bett. Hat mir Spaß gemacht, heute zu zocken. Ich kann das Video, glaube ich, jetzt noch ein bisschen rendern. Und dann sieht man sich morgen oder so wieder. Oder übermorgen. Oder überübermorgen. Oder irgendwann. Ich weiß auch nicht. Das Video nehme ich ja einen Tag später als das erste Video auf.
Keine Ahnung, ob ich es auch einen Tag später hochlade. Du, das weiß keiner. Enemies at the shelter. Ja, da könnten wir uns noch drum kümmern, dass wir hier auch regenerieren können. Ich habe auch schon überlegt, ob wir den hier einfach weiter nach vorne bauen. Also dieses hier. Schießt hier, glaube ich, nämlich direkt auf die Gegner. Zumindest hoffe ich das. Genau, wir sollten noch was essen in-game, beziehungsweise... Doch, wir sollten einfach noch was essen. Wo ist denn... Habe ich hier Sachen in der Kiste, die noch nicht sortiert sind? Mhm. Das geht aber nicht. Da muss ich mich aber noch drum kümmern hier. Vorne die Apfelkuchen hier. Was haben wir hier zu suchen? Die haben wir gar nicht zu suchen. Okay, das Spiel hängt sich gerade auf. Hallo, Spiel? Hallo? Ich warte einfach. Okay, ich bin durch eine Tür gegangen. Das habe ich schon mal gehört. Ich habe eine Kiste geöffnet. Es war keine Tür, es war eine Kiste. So, dann wollen wir doch mal gucken. Also, ich glaube, wir können uns heute mal einen Kuchen gönnen. Ja, einen Kuchen. Das ist ja unser bestes Essen aktuell, was wir craften können. Das nehmen wir uns auch mit. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, ne? Dann können wir auch hier die Bandagen erstmal da lassen. Wir haben jetzt aber schon viele davon. Ich glaube, auf die steige ich jetzt auch um, weil da müssen wir nicht immer unseren Stoff benutzen. Solange wir diese Bandagen haben, sollten wir sie auch leer machen. Jetzt haben wir schon wieder Durst. Okay, dann... Da kann man ja immer nur 10 Stück reintun. Ich will aber gar keinen zweiten Brunnen craften. Ich habe aber immer noch Hunger und Durst. Dann machen wir das halt so. Komm. Was gebt ihr mir? Ihr gebt nur plus 2 Hunger. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich leider nicht. Gut, jetzt aber genug gespielt. Wenn ich jetzt Gebiet nämlich wieder verlasse, sind wieder 4 Events am Start. Deshalb verabschiede ich mich jetzt bis morgen. Ich gehe jetzt ins Bett und wünsche euch noch einen wunderschönen... Eine Sekunde. Wenn hier das Holz fertig ist, wünsche ich euch gleich erst einen schönen Tag. Und lasst zumindest so noch ein bisschen mehr die Lagerfeuer brennen. Ein kleines bisschen mehr können wir hier noch reintun. Dann ist morgen einfach mehr Essen fertig. Vielleicht sogar alles. Ich weiß nicht, ob es reicht. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.